Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Zeuschner, sehr geehrte Bewerberinnen, sehr geehrte Bewerber. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer dritten gemeinsamen Vorstellungsrunde für die kommende Bürgermeisterwahl am 22. April 2018. Nach zwei sehr interessanten Vorstellungsrunden in den vergangenen Wochen stellen sich heute die Bewerberinnen und der Bewerber hier nochmal allen Interessierten. Ja, wir haben eine Bewerberin und der Rest ist ein Bewerber. Wir machen das ja alles sehr korrekt hier. Also und all diese vier stellen sich allen ihren Fragen und ich hoffe, dass auch diesmal wieder sehr viele interessante Fragen aus dem Publikum kommen werden. Auch wieder, weil die Erfolge doch in den letzten Wochen gezeigt haben, dass das Interesse, und man sieht es ja hier, es sprengt immer den Rahmen, wird es auch wieder per Livestream übertragen. Und ja, Herr Zeuschner führt wie immer durch das Programm. Das erste Mal war es einen Tick zu lang, aber ich glaube, letztes Mal haben wir es ganz gut hingekriegt und wir werden sehen, dass wir wieder in diesem Rahmen zwei, maximal zweieinhalb Stunden bleiben werden. Dann wünsche ich uns ein... Ja! Aber Sie werden sehen, nachher sagen Sie alle, oh, schon vorbei? Genau. Also ich wünsche uns allen einen interessanten Abend und Ihnen gutes Gelingen. Vielen Dank. Ja, Frau Bürgervorsteherin Evers, liebe Kandidatinnen, liebe Kandidaten, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir herzlich willkommen. Nicht nur an Sie, sondern auch an die vielen Beobachter vor den PCs, Handys und sonst was. Über 3000 Menschen haben schon auf YouTube die Streams angeschaut. Das verpflichtet mich auch noch zu einem Datenschutzhinweis, nämlich, dass Sie wissen, dass diese Veranstaltung live übertragen wird, dass Sie keine Rechte daraus geltend machen können, kein Honorar bekommen oder sonst was und Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung geben. Sollten Sie also nochmal die Krawatte gerade rucken oder den Lidstrich nachziehen wollen, noch ist Gelegenheit. Gleich geht's los. Wie gesagt, 3000 Menschen haben das schon betrachtet. Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Singapur und selbst in den USA hat jemand 49 Minuten lang den Stream geschaut. Vielleicht hat Donald Trump geguckt, ob er den neuen Sicherheitsberater hier unter den Kandidaten findet. Genau heute in 10 Tagen, um diese Zeit haben die Wahllokale gerade geschlossen. Lange ist es nicht mehr hin. Dann wird ausgezählt und dann werden wir wissen, ob schon jemand gewählt ist oder ob es zur Stichwahl kommt. Dass Sie, dass wir die Wahl haben, verdanken wir der Dame und den drei Herren, die hier vorne stehen. Alle haben sich bereit erklärt, Verantwortung zu übernehmen für unsere Gemeinde. Alle führen einen Wahlkampf, der Zeit kostet, Geld kostet, Nerven kostet. Und von daher denke ich, eingangs schon mal einen aufmunternden Applaus und ein Dankeschön für alle vier. Zum Ablauf. Ich glaube, selbst 2 Stunden werden hier bei diesen klimatischen Verhältnissen recht schwierig werden. Wir werden dann auf dem Weg zum Feuchtbiotop sein, befürchte ich. Zum Ablauf, wir beginnen mit einer Vorstellungsrunde. Jeder Kandidat stellt sich selber vor, 10 Minuten. Die Zeit wird gestoppt und eine Minute vorher zeige ich eine gelbe Karte und dann die rote Karte, die dann heißt, der Satz noch zu Ende, ohne allzu viel Kommata. Danach gibt es eine kurze Frage- und Diskussionsrunde mit mir und den Kandidaten, die längstens 45 Minuten dauert. Und danach haben Sie ebenfalls längstens 45 Minuten Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Da sage ich aber nachher noch was zu. Die Vorstellung der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten geschieht in Abwesenheit der anderen, damit die oder derjenige jeweils ihre volle Aufmerksamkeit hat. Die Reihenfolge hatten wir ausgelost. Heute beginnt Frau Kara. Dann folgt Herr Wagner, schließlich Herr Kockel. Und das Schlusswort heute hat Herr Metz in der Vorstellungsrunde. Von daher denke ich, machen wir auch gleich auf Tempo. Frau Kara bleibt hier. Die Herren darf ich in den Wintergarten bitten. Alkoholfreie Getränke sind hinterlegt, Spirituosen nicht. Ich muss erst mal wieder
Guten Tag. Sehr geehrter Herr Teuschner, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich freue mich, dass Sie so zahlreich ins Fuchsbau hier in Groß-Timmendorf gekommen sind, um die Bewerber für das Bürgermeisteramt kennenzulernen. Für mich ist das heute Abend eine besondere Situation. Obwohl Sie mich bereits seit 6 Jahren kennen, folge ich gerne dem demokratischen Gebot, heute Abend bei Ihnen, meine Damen und Herren, für meine Wiederwahl zu werben. Nach einer persönlichen Vorstellung möchte ich Ihnen die kommunale Entwicklung in den letzten 6 Jahren darstellen. Und dann werde ich Ihnen berichten, was ich in der nächsten Amtszeit für Timmendorfer Strand und natürlich auch für Sie hier in Groß-Timmendorf erreichen möchte. Also, was Sie von mir erwarten können. Ich bin 38 Jahre alt, ledig, habe keine Kinder. Aufgewachsen bin ich in Rendsburg, habe dort mein Abitur gemacht. Danach habe ich 5 Jahre lang in Rendsburg studiert, nachdem ich zuvor in Kiel Rechtswissenschaften studiert habe. Und dann bin ich 2012 von Ihnen zu Ihrer Bürgermeisterin gewählt worden. Der Blick zurück auf die vergangenen 6 Jahre zeigt, dass wir mit der Leistungsbilanz einverstanden sein können. Und dabei ist mir eines wichtig. Die Leistungen der letzten Jahre sind nicht das Werk einer einzelnen Person. Erfolgreich können wir nur alle gemeinsam sein. Nur durch das abgestimmte Zusammenwirken von Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, zusammen mit den Vereinen und Verbänden, dem Handel, dem Gewerbe, der Kommunalpolitik und der durch mich geführten Gemeindeverwaltung, kann unsere Gemeinde sich positiv weiterentwickeln. So hat sich Timmendorfer Strand in den letzten Jahren immer mehr zu einer stabilen, starken Gemeinde mit der Angebotsvielfalt einer lebhaften, größeren Stadt weiterentwickelt und sich dennoch den Charme eines Ostseestrandbades erhalten. Aus den vielen Gesprächen in meinen Bürgersprechstunden, beim Einkauf, beim Sport oder am Strand weiß ich, dass viele von Ihnen mit der Entwicklung unserer Gemeinde zufrieden sind und sich hier in Timmendorfer Strand sehr wohlfühlen. Und ich habe auch gehört, dass es einigen unter uns mit der Entwicklung manchmal nicht schnell genug geht. So ist es nun mal im Leben. Es allen recht machen ist eines der schwierigsten Dinge. In der Kürze der Zeit will ich nur auf 3 Projekte hinweisen. Erstens, in den vergangenen Jahren haben wir konsequent einen Teil unseres kommunalen Straßennetzes saniert. So die Strandallee, die Rodenbergstraße. Das werden wir fortsetzen. Zweitens, wir haben den alten Südo-Parkplatz zu einem Großparkplatz neu gestaltet. Damit konnte der lang ersehnte Lebensmittelmarkt in Niendorf eröffnen. Und zu guter Letzt, drittens, wir freuen uns darauf, dass Groß-Timmendorf ein neues Dorfzentrum bekommt. Mit dem Neubau des Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrgerätehauses und dem neuen Dorfplatz mit einer kleinen Verkaufsstelle für Dinge des täglichen Bedarfs entsteht hier der richtige Platz für die Pflege des dörflichen Gemeinschaftslebens. Die breite Beteiligung von Ihnen, den Dorfbewohnern, dem Dorfvorstand, der Feuerwehr, der Dorfjugend bei der Entwicklung und Planung ist zugleich ein gutes Beispiel für kommunale Demokratie. Ja, meine Damen und Herren, wir können stolz zurückblicken, dürfen uns aber nicht zufrieden zurücklehnen, denn die Entwicklung geht weiter. So weisen die in den letzten Jahren begonnenen Projekte in die Zukunft. Auch hier will ich nur wenige Beispiele nennen. In diesem Jahr wollen wir das touristische Ortsentwicklungskonzept vorantreiben. Mit dem Konzept schaffen wir uns die Grundlage für die künftige touristische und städtebauliche Entwicklung in den nächsten 15 Jahren. So sichern wir die Zukunft unserer Gemeinde als erste touristische Adresse in der Lübecker Bucht. In den nächsten Jahren wollen wir einen Aktionsplan entwickeln. Ziel ist es, dass alle Menschen mit und ohne Behinderung, gleich welchen Alters, gleich welchen Geschlechtes oder Herkunft bei uns willkommen sind und ohne Barrieren am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Dafür haben wir eine ganze Reihe von Hindernissen im öffentlichen Raum durch einen Fragebogen und durch Ortsbegehungen aufgespürt.
Ich persönlich werde mit meiner ganzen Kraft dafür eintreten, dass der Aktionsplan bei allen Planungen und jedem Bauprojekt berücksichtigt wird. Denn, meine Damen und Herren, Barrierefreiheit ist für 10% der Bevölkerung unentbehrlich, für 40% notwendig, für 100% komfortabel und kann daher ein absolutes Qualitätsmerkmal für unsere Gemeinde werden. Schließlich möchte ich auf die Entwicklung des Wohnungsneubaus in unserer Gemeinde eingehen. Wir lösen damit unser Versprechen ein, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Auf dem Gelände des heutigen Feuerwehrgerätehauses, hier in Groß-Timmendorf, sollen nach den Wünschen der Dorfschaft verkehrlich gut erschlossene und bezahlbare Mietwohnungen entstehen. Mit der Erschließung des Neubaugebietes Blumenkoppel mit 41 Grundstücken für Einfamilienhäuser und 2 Grundstücken für Mehrfamilienhäuser mit rund 70 Mietwohnungen können in diesem Frühjahr die ersten Familien ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen. Der Bedarf ist nach wie vor groß. Auf die 41 Grundstücke haben sich über 200 Familien beworben. Wir müssen also weitere Neubaugebiete erschließen, wenn wir eine wachsende Gemeinde mit jungen Familien bleiben wollen. Neubaugebiete sind die Kinderstube einer jeden Gemeinde und Familien mit Kindern sind die Voraussetzung für die Bestandssicherung der Schulen in unserer Gemeinde. Und auch bezahlbare Mietwohnungen für das Fachpersonal unserer Hotellerie und Gastronomie sind die Voraussetzung für eine florierende Weiterentwicklung des Tourismus. So vermeiden wir für unsere Gemeinde den Sylt-Effekt mit unzumutbaren Arbeitswegen. Voraussetzung für weiteren Wohnungsbau ist der Erwerb von Bauland. Hierfür ist es mir entsprechend dem Wunsch des Hauptausschusses vor einigen Tagen gelungen, die Frist zum Ankauf der Flächen an der Hermann-Kröger-Straße bis zum Sommer und somit in die neue Wahlperiode der Gemeindevertretung zu verlängern. So kann die Gemeindevertretung in Ruhe über das Ob eines Ankaufes und das Wie einer Bebauung entscheiden. Meine Damen und Herren, über das Ob eines Ankaufes und das Wie einer Bebauung kann die Gemeindevertretung dann in Ruhe entscheiden. Ich halte es nämlich für wichtig, dass die Gemeinde Bauland bevorratet, damit die Gemeindevertretung auf eigenen kommunalen Flächen unsere Gemeinde städtebaulich weiterentwickeln kann. So ist die Gemeindevertretung nämlich in ihren Planungen freier. Aus Kostengründen sollte der Ankauf der Flächen vor der Überplanung stehen. Ackerflächen sind nämlich preiswerter als Bauland. So wird der Geldbeutel der Bauherren geschont und die Verkaufserlöse können gezielt für die Subventionierung bezahlbaren Wohnraums eingesetzt werden. Und natürlich muss die Entwicklung eines Baugebietes durch die Mitbestimmung der Bürger begleitet werden. Sie alle werden also in einem gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren ein gehöriges Wörtchen mitzureden haben, bevor die Gemeindevertretung einen Bebauungsplan beschließt. Zehn Minuten sind schnell vorbei, meine Damen und Herren. Es gibt ganz viele Themen, die ich nicht ansprechen konnte. So zum Beispiel die Sanierung des Eissport- und Tenniszentrums, den Neubau der Maritimseebrücke oder die Schienenhinterlandanbindung. Diese Themen können Sie gerne in der anschließenden Fragerunde aufgreifen. Sprechen Sie mich also gerne an, auch nach dem heutigen Abend. Ich bin für Sie da. Wer mich wählt, entscheidet sich für einen offenen und bürgernahen Politikstil, für Kontinuität und Verlässlichkeit in der Amtsführung, für neue Ideen, die uns alle in Timmendorfer Strand voranbringen. Meine Damen und Herren, kommen Sie am 22. April zur Wahl. Bringen Sie dabei auch Ihre Verwandten, Freunde und Nachbarn mit. Durch das Kreuz bei meinem Namen entscheiden Sie für meine zweite Amtszeit in Timmendorfer Strand. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus
vielen Dank, Frau Kara. Wir hatten es bei den beiden ersten Runden schon, dass ich noch ein paar persönliche Fragen anschließe, damit wir auch die Menschen kennenlernen, die hier kandidieren. Kurz und knapp wieder, Sie wissen es. Morgen ist Freitag der 13. Sind Sie abergläubisch? Nee. Haben Sie einen Glücksbringer trotzdem? Hier. Okay. Das hat mir vorhin ein kleines Mädchen vorbeigebracht. Hatte ich gesehen. Haben Sie die Tanzschule besucht? Nee, ich hab ältere Geschwister. Mit denen haben wir viel getanzt vom Fernsehen. Ihr letzter Kinofilm? Ich glaube, das war Skyfall. Berufswunsch als Kind? Hatten Sie einen Traum, was Sie mal werden wollten? Staatsanwältin. Okay. Und jetzt noch ein paar Sätze, die Sie bitte einfach beenden. Am 1. Juli werde ich... Meine Amtsgeschäfte fortführen. Sollte ich die Wahl nicht gewinnen? Werde ich die Wahl gewinnen. Entspannung finde ich durch... Sport. Das Wichtigste in meinem Leben ist... Meine Familie. Okay, vielen Dank, Frau Kara. Danke. Okay, der Weg ist weit für die Kandidaten, die warten. Ich hoffe, dass die schon vorher informiert wurden. Es war manchmal ein bisschen unruhig im Saal. Das kommt hier vorne sehr laut alles an. Ich würde Sie bitten, ein bisschen dezenter. Einzelne waren ein bisschen forsch, ein bisschen dezenter zu sein. Herr Wagner als Nächster. Wie immer, Herr Wagner, sobald Sie beginnen, starte ich die Stoppuhr. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Laufradius ist wieder ein bisschen begrenzt. Ich bin ganz froh, dass ich heute Abend ohne Krawatte hier vor Ihnen stehe. Bei den Raumtemperaturen ist das sicherlich dienlich. Ich glaube, die Stimme versagt aber trotzdem schon zu Beginn. Ich begrüße natürlich ganz, ganz herzlich alle Groß-Timmendorfer und Överdieker und natürlich die Familie Fuhrmann, die heute Abend hier unser Gastgeber ist. Herzlichen Dank. Natürlich nicht zu vergessen die Damen vom Dorfvorstand, Frau Radünz, Frau Begier auf See, macht ja gerade Kreuzfahrt, und Frau Frank natürlich. Ja, ich bin Robert Wagner, 40 Jahre alt, ledig, Verwaltungsbeamter und Regierungsamtsinspektor beim Bundeswehrdienstleistungszentrum in Aachen. 24 Jahre kontinuierliche und beständige Verwaltungsarbeit prägen meinen beruflichen Werdegang und meinen Lebensweg. Verschiedene Ausschüsse und Gremien besetze ich seitdem und war sehr, sehr lange im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen tätig, darauf folgend im Personalwesen der Bundeswehrverwaltung und bin jetzt Personalratsmitglied und Schwerbehindertenvertreter, obwohl ich über keine Schwerbehinderteneigenschaft verfüge. Also immer dienstlich ganz nah am Menschen und auch für den Menschen da. Daraus resultiert, dass ich bürger- und serviceorientiert denke, aber auch handle. Im Ergebnis heißt das, wenn ich die 24 Jahre zurückblickend betrachte, ich habe Erfahrungen in der Finanz- und Personalverantwortung und Mitverantwortung in der Personalführung und Personalentwicklung. Meine Eltern hatten einen kleinen Gastronomiebetrieb. Somit kann ich wirtschaftlich denken und handeln und auch die Sorgen und Nöte, die mit dem Fachkräftemangel einhergehen, sind mir gänzlich bekannt. Ehrenamtlich und sozial bin ich auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren aktiv und engagiert. 20 Jahre war ich in der Nachbarschaftshilfe aktiv. 12 Jahre lang bin ich schon ehrenamtlicher, nebenberuflicher Regionalstellenleiter des Bundeswehrsozialwerks am Standort Aachen-Eschweiler und, wie eben schon gesagt, Schwerbehindertenvertreter der Dienststelle. Ich stehe hier vorne auch nicht nur als Bürgermeisterkandidat, sondern auch für ein neues Vertrauensverhältnis zwischen Politik, sprich der Selbstverwaltung und der Verwaltung. Ich stehe hier als Verwalter und Gestalter und werde als unabhängiger Kandidat von der CDU, der FDP, dem Bürgerbündnis Neue Perspektive und der WOB unterstützt. Und Sie alle wissen, politische Mehrheiten sind wichtig und bilden auch die Grundlage, um Gemeinde leben und Gemeinde gestalten zu können und zu dürfen.
In den letzten Monaten wurde ich offen und freundlich empfangen. Ich habe viele fleißige Menschen kennengelernt und engagierte Ehrenamtler getroffen. Gerade auch hier in Groß-Timmendorf bei meinem Haustürwahlkampf und in Bürgersprechstunden bei Famila, Edeka oder bei Bäcker Brede. Ich durfte hier auch den Neujahrsempfang besuchen in Groß-Timmendorf im Feuerwehrgerätehaus, wurde da auch herzlich empfangen. Ich zitiere es mal ganz kurz. Bist du neu hier, hast du hier gebaut, komm rein, du bist uns herzlich willkommen. Und das, denke ich mal, spricht für die Groß-Timmendorfer. Hier wird Nachbarschaft gelebt und Herzlichkeit ebenso. Mein Ziel ist es, ein Bürgermeister für Jung und Alt, Arm und Reich zu sein und stets für sie ein offenes Ohr zu haben. Aus den einzelnen Gesprächen im Rahmen des Haustürwahlkampfs und den Bürgersprechstunden weiß ich speziell um die Probleme, Sorgen und Nöte der Groß-Timmendorfer und der Överdiker. Da haben wir ganz vorne an die dringende Straßensanierung der Haupt- und Dorfstraße inklusive der Verkehrssicherheit, die sicherlich lange überfällig ist. Mir schwebt davor eine Bedarfsampel, Zebrastreifen oder eine Verkehrsinsel, damit, sage ich mal, diese Rennstrecke hier eingedämmt wird. Natürlich steht auch ganz vorne an für mich die Gestaltung der Dorfschaft, der Dorfteich, natürlich dann das Gelände, wenn die Feuerwehr umzieht, sowie die Bushaltestellen. Ein einheitliches Ortsbild wünschte ich mir doch sehr. Wir gucken raus und wir haben zwei verschiedene Bushaltestellen und es geht im Kleinen los, wie ich ja immer so schön sage, und hört im Großen auf. Wir haben eine unbefriedigende Gehwegsituation, eine unbefriedigende Straßenbeleuchtung und das alles, wo wir hier Pionier werden wollen in Bezug auf Barrierefreiheit und Inklusion. Also gibt es viel zu tun. Wander-, Rad- und Reitwege sind auch verbesserungswürdig. Eine E-Bike-Station wäre sicherlich eine gute und gelungene Bereicherung. Und den Erholungswert des Överdiker Sees gilt es auch hervorzustellen. Ich sage ja, die Stimme geht weg. So, ich weiß, die Einheimischen vermissen auch Feste hier in der Dorfschaft, aber auch Feste im Gemeindegebiet. Das Beachsteining hat ja dieses Jahr nicht stattgefunden. Das würde ich gerne wiederbeleben. Ich weiß auch, sie halten alle sehr gerne in ihrem Sommerfest fest im Strandpark und sehen das so ein bisschen auf der Kippe. Aber ich denke, die Einheimischen haben Timmendorfer Strand zu dem gemacht, was es heute ist und wie es sich heute präsentiert. Und die Feste der Einheimischen sollten noch weiter für Einheimische und Gäste stattfinden dürfen, in der Art und Weise, wie sie sie lieb und teuer gewonnen haben. Kommen wir zum Feuerwehrgerätehaus und zum Dorfgemeinschaftshaus, wo Richtfest gefeiert wurde. Es ist gut und richtig. Ich gönne es Ihnen von Herzen. Und es ist mehr als richtig, dass das Geld nicht immer nur in den Timmendorfer Strand, an den Strand fließt. Es ist wichtig auch für die Hemmelsdorfer und für Sie, dass auch bei Ihnen mal ankommt, dass es Ihnen zugutekommt. Ich sagte es ja eingangs, hier wird Nachbarschaft gelebt. Hier steht man für den anderen noch ein und gerade. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie demnächst ein neues Zuhause finden für all das, was Gesellschaft auszeichnet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin gerne bereit, bei der Belebung dieses Dorfgemeinschaftshauses zu unterstützen, wo ich nur kann. Für die Hemmelsdorfer wünsche ich mir, dass auch bald möglichst dort mit dem Bau begonnen werden kann. Jeder von Ihnen hat eine Lebens- und Leistungsbilanz und jeder von Ihnen ist wichtig für die Gemeinde und sorgt für ein buntes und lebendiges Miteinander. Die Einheimischen, ich sagte es eingangs schon, haben die Gemeinde zu dem gemacht, was sie ist. Und jeder von Ihnen sollte das Recht haben, hier auch alt werden zu dürfen. Die Senioren gehören in die Mitte unserer Gesellschaft und wenn wir über barrierefreien, seniorengerechten Wohnraum sprechen, dann sehe ich sie nicht am Waldrand, sondern dort, wo auch das Leben nach wie vor pulsiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das heißt, Seniorenpolitik hat auch für mich beruflich geprägt natürlich und persönlich bedingt einen hohen Stellenwert. Inklusion und Barrierefreiheit kenne ich aus meiner Tätigkeit in der Schwerbehindertenvertretung des Hauses. Barrierefreiheit und bezahlbare Mietwohnungen, hören wir sicherlich nachher noch, müssen her. Die Alterspyramide, die war vor 6 Jahren schon bekannt. Wer vor 6 Jahren 80 war, ist heute 86. Das ist kein Überraschungseffekt. Und was ist geschehen in Bezug auf barrierefreie und Seniorenwohnungen? Ganz, ganz wenig. Ich behaupte, Sie können es an einer Hand abzählen. So. Ebenso muss
neuer Mietwohnraum her für Familien, Singles, Rentner und Azubis. 1, 2, 3 und 4 Zimmerwohnungen. Die Blumenkoppel, da hat sich immer noch keiner gefunden als Investor für 6.000 Quadratmeter Land. Ich habe das in den vorhergehenden Sitzungen und Veranstaltungen ja schon gesagt. Da muss man ran, da muss man Kapitalanleger und Wohnungsbaugenossenschaft finden und interessieren. Da gibt es viel zu tun. Der Erhalt der Stelle der Gemeindeschwester ist für mich natürlich eine Herzensangelegenheit und ebenso die Sicherstellung der ambulanten und stationären Pflege vor Ort. Und auch da sind wir bei der Alterspyramide. All die heute gnädig älter geworden sind, das hat sich vor 6 Jahren auch schon abgezeichnet. Da hat man 6 Jahre verschlafen und jetzt versucht man, die nächsten 6 Jahre wieder gut zu machen. Und dafür stehe ich hier mit meinem Namen. Ich werde es gut machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich werde mich persönlich für die Anschaffung und Einführung eines Ortsbusses, sogenannten Bürgerbusses, einsetzen, damit Sie nach wie vor teilhaben können. Sie haben hier keine Einkaufsmöglichkeiten vor Ort und der Anschluss zu Kunst und Kultur soll nach wie vor gewährleistet werden. Auch die Modelle des Carsharings werden näher Betrachtung finden und Überlegungen. Barrierefreiheit heißt aber auch, in Handel und Gewerbe, Restaurants, Cafés und Hotels hergestellt zu sein, um ihnen eine Teilhabe barriere- und beschwerdefrei zu ermöglichen. Das heißt, man muss mit der Wirtschaft verhandeln, damit sie alle ihren Kaffee genießen können. Straßenüberquerung. Wenn man hier einen Edeka-Markt plant, und den plant man viele Jahre, dann plant man am besten auch gleich die Straßenüberquerung mit. Versuchen Sie mal als älterer Mensch vom alten Kurpacker Niendorf zum Edeka zu kommen. So viel zur Barrierefreiheit in dieser Gemeinde. Es gibt viel zu tun. Ich werde ein Bürgermeister mit Herz, Sachverstand und Leidenschaft sein und viel Herzblut. Ich bin bereit, Hauptverantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, dem Rathaus zu übernehmen und Ihnen als Bürgerinnen und Bürger. Robert Wagner steht für Fachkompetenz und Menschlichkeit. Bürgernähe, die Stärkung des Miteinanders, klare Finanz- und Verwaltungsstrukturen und soziale Kompetenz. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Umwelt, Küsten und Naturschutz. Ich halte es so mit den Sprüchen oder mit dem Satz, der vor der Schiffergesellschaft Lübeck steht: Allen zu gefallen ist unmöglich, aber doch ein erklärtes Ziel. Was ich jetzt nicht vergessen darf, Herr Scheuchner, Sie genehmigen es noch kurz. Es ist für mich selbstverständlich, wenn Sie sich trauen, mich zu wählen, mache ich die Standesbeamtenprüfung und kann durchaus auch Trauungen vornehmen. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich will ja immer weg, ja. Ich will ja mal raus. Sie kommen gleich an eine frische Luft. Ein paar kurze Fragen wieder. Morgen ist Freitag, der 13. Sind Sie abergläubisch? Nein, ich passe nur ein bisschen mehr auf. Haben Sie irgendeinen Glücksbringer, ein Stofftier oder sonst was? Stofftier? Nee, habe ich nicht. Sie werden lachen, ich bin ja Schütze vom Sternzeichen. Ich habe mal so einen Glücksstein gekauft, den habe ich im Portemonnaie. Okay. Haben Sie die Tanzschule besucht? Ja, mit 17. Okay. Letzter Kinofilm? Das weiß ich auswendig nicht mehr. Also ich war voriges Jahr im Kino, aber den Titel habe ich mir nicht mehr gemerkt. Keine Zeit mehr. Ich habe hier nur noch Timmendorf im Kopf mit Daten, Zahlen, Fakten. Hatten Sie einen Berufswunsch als Kind? Irgendein Traum, was Sie mal werden wollten? Das sagen Sie nicht, Bürgermeister. Also ich wollte tatsächlich damals mit Tieren arbeiten. Ich hätte sehr gerne irgendwas im Tierbereich gemacht. Okay. Ja. Dann noch die Bitte, ein paar kurze Sätze zu beenden. Mhm. Am 1. Juli werde ich mit den Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern frühstücken und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßen. Das ist aber Wobei das ja ein Sonntag ist. Ne? Ist ein Sonntag, ja. Ja, aber die Gemeindevertreter, die hole ich zum Frühstück und am 2.7. begrüße ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zweiter Satz, sollte ich die Wahl nicht gewinnen? Geht's für mich geregelt weiter und ich bin initiativ und kreativ, langweilig wird mir nicht werden. Entspannung finde ich durch? Im Augenblick durchs Autofahren. Okay. Was haben Sie für ein Auto? Kurze Zwischenfrage. Ein sehr wirtschaftliches, ein 10 Jahre altes Renault Megane Cabrio. Okay. Und die letzte Frage, der letzte Satz, das Wichtigste in meinem Leben ist? Meine Familie. Okay, vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen.
Gut, dann warten wir jetzt auf Herrn Kockel als Dritten in der Runde. Okay, Herr Kockel. Ja, danke fürs erteilte Wort, Herr Scheuchner. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger in Groß-Timmendorf, ich freue mich sehr, dass Sie auch heute so zahlreich hier wieder erschienen sind. Und ich möchte mich Ihnen jetzt mal in kurzen Worten vorstellen. Mein Name ist Sven Markus Kockel, ich bin 42 Jahre jung, ledig Rechtsanwalt und lebe in Timmendorfer Strand. Ich habe hier erst die Grundschule besucht, anschließend die Realschule, bevor ich schließlich am Ostsee-Gymnasium mein Abitur gebaut habe. Nach dem Abitur hat mir die Gemeinde einige Jahre später einen Strandpavillon verpachtet. Den habe ich 9 Jahre lang mit meiner Familie gemeinsam betrieben. Und anschließend mein Jurastudium in Rostock langsam wieder fortgesetzt, mit ein paar Gewerben nebenbei. Und heute bin ich selbstständiger Rechtsanwalt in Timmendorfer Strand. Ich trete heute als Ihr Bürgermeisterkandidat an, weil ich der Auffassung bin, dass wir hier viel verloren haben. Ich lebe hier seit 35 Jahren und unser Ort ist hervorragend. Jeder einzelne Ortsteil hat seinen speziellen Charme. Ich selbst habe im Ortsteil Niendorf schon gelebt. Hier habe ich früher öfter mal Fußball gespielt, bei Ihnen in Groß-Timmendorf. In Hemmelsdorf habe ich auch schon zünftig gefeiert. Am Strand gerne mal geschlafen, Albeck-Niederung, mit dem Hund gejoggt, Fahrradfahren, Pilze sammeln in Wäldern. Wir haben es hier unheimlich schön. Gerade wenn das Frühjahr jetzt wieder losgeht, da haben wir die Wellentrecken, da haben wir den Sommer in der Luft. Die Wälder sind schön und hier lebt man wirklich gerne und ich möchte nicht woanders leben. Also auf ähnliche Bürgermeister werde ich, bleibe trotzdem hier, das verspreche ich Ihnen. Und ich hoffe, dass Sie auch hier bleiben. Und ich möchte auch gerne mit Ihnen zusammen hier was aufbauen. Wir haben hier leider auch Probleme, ansonsten würde ich mich hier nicht herstellen. Die letzten 6 Jahre insbesondere ist sehr viel hier liegen geblieben. Die Ziele, die sich die Bürgermeisterin und auch Gemeindevertretung gegeben und gesetzt haben, wurden nicht realisiert. So sehe ich heute neben den schönen Sachen, die wir haben, sehr viele Missstände auch. Unsere Liegenschaften sind überwiegend ruinös. Die Eissporthalle nenne ich da zum Beispiel mal, die entsorgte Freilichtbühne, das ETC, das Kurmittelhaus, das alles, das geht so nicht. Darüber hinaus gibt es auch Sachen, die nicht optischer Art sind, sondern inhaltlicher Art. Wenn ich mal schaue, wie wir als Timmendorfer Strand von unseren Nachbarn wahrgenommen werden, in Rathekau oder auch in Scharbeutz, das ist nicht optimal. Also Streitigkeit in der Gemeindevertretung, Unentschlossenheit, kleine Gemeinheiten, Blockaden, Vertrauensverlust, das geht so nicht. Das müssen wir ganz dringend mal ganz deutlich ändern und daher möchte ich antreten. Ich trete an als Ihr unabhängiger Bürgermeisterkandidat. Das, was ich hier mache, das mache ich alles selbst. Die Homepage, die kann ich nicht so schön bauen, da habe ich einen Kollegen für. Die Inhalte sind alle von mir. Meine Wahlplakate habe ich selbst aufgehängt, ich habe meinen Flyer selbst gestaltet und ich zahle mein ganzes Zeug hier selbst. Ich brauche keinen, der für mich klatscht. Meine Mutti ist heute dabei. Danke. Ja, da klatscht ja doch welche für mich. Ja, Unabhängigkeit ist mir wirklich extrem wichtig. Und ich habe halt durch meine Ausbildung als Rechtsanwalt, ich habe die absolute Bürgermeisterkompetenz. Ich bin für den höheren Dienst zubelassen. Das ist nun mal so, da müssen Sie nicht lachen, weil Sie allesamt sind das nicht hier, Wagner-Fanlager. Ja, ich bin das aber, so sieht's aus.
Und ich hoffe, dass damit bald Feierabend ist, dass ein bisschen mehr Sportlichkeit ins Leben hier einkehrt wieder. Und wenn wir mal zusammenarbeiten, wenn der Wahlkampf vorbei ist, ich kann auch zwischengehen, ich kann auch Blutgerätsche, ist alles okay. Danach arbeiten wir aber mal schön zusammen und da müssen wir mal gucken, dass wir von jedem Einzelnen hier das Optimum abrufen. Dass jeder Einzelne, ich weiß, dass wir gute Leute hier haben. Sie sind Akademiker, sie sind Touristiker, Geschäftsleute, Handwerker. Wir haben alles dabei. Wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten, da können wir eine ganze Menge mehr schaffen. Aber wir müssen halt auch sachlich bleiben dabei. Ich habe auch ein bisschen Programm für Sie mitgebracht heute. Und zwar mein Hauptanliegen für Timmendorfer Strand ist, dass zukünftig der Bürger im Mittelpunkt steht und nicht eben der Tourist. Und der Bürger, damit meine ich alle Bürger. Nicht jeder in Timmendorfer Strand hat 3 Häuser und 1 Million auf dem Konto. Es gibt hier auch Menschen, die hier ganz normal leben und arbeiten müssen. Wer hier arbeitet, der muss hier auch wohnen können. Das ist für mich absolut erforderlich. Wer hier sein Alter verbringt, wer hier weiterleben möchte, der bekommt, nachdem er aus dem Berufsleben ausscheidet, weniger Geld. Der hat eine kleinere Rente. Dieser Mensch, der muss auch weiter hier bleiben können. Das kann nicht sein, dass dieser Mensch mit seiner kleinen Rente hier seine eigene Heimat verlassen muss. Da geht was verkehrt. Und das ist mein größtes Anliegen, dass die Menschen allesamt hier bleiben können. Das ist dadurch für mich möglich, dass wir ein sozialeres Wohnprojekt starten, dass wir also Altenwohn, Mehrgenerationenwohn, aber auch bezahlbare Mieten haben. Der Tourist ist hier selbstverständlich willkommen. Wir müssen die Kapazitäten, so wie sie sind, erhalten. Wir müssen die Schützen unterhalten. Es muss aber nicht immer mehr werden. So wie es jetzt ist, ist es in Ordnung. Aber mehr muss es nicht werden. Es darf besser werden, es muss nicht mehr werden. Mein Vorschlag, Zweitwohnungssteuer verdoppeln. Vielleicht wird es nicht ganz verdoppelt. Kühlungsborn hat es vor einigen Jahren mal gemacht. Die sind von 10% auf 20% hochgegangen. Wenn wir die Zweitwohnungssteuer verdoppeln, dann haben wir jedes Jahr mal 2,5 Millionen Euro mehr Kapital. Und von dem Geld kann man eine ganze Menge machen. Für Ältere, für Jüngere und für den einfachen Bürger. Ich finde es auch verkehrt, dass beispielsweise im Ortszentrum alte Villen abgerissen werden und durch Zweitwohnungsklötze ersetzt werden. Diese Häuser, diese neuen Häuser, die haben für mich keine Seele und auch kein Leben. Leben im wahrsten Sinne des Wortes nicht, weil da ist nämlich keiner da. Sie können also heute ein Haus kaufen, können da 4 Wohnungen reinmachen und da steht dann 6 Wochen im Jahr wird es bewohnt, Rest der Zeit steht es leer. Und das ist für mich verkehrt. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn Sie nicht auf Rosen gebettet sind, da wohnen Sie vielleicht in der Königsberger Straße, Posener Straße, da haben Sie gerade mal die Rente, haben eine kleine Witwenrente, vielleicht aufgehört zu arbeiten, dürfen aber das Zimmer Ihres Kindes nicht mehr vermieten, was ausgezogen ist, weil da keine Ferienwohnungen zulässig sind. Das ist für mich pervers. Das haut für mich absolut nicht hin. Ich möchte für Timmendorfer Strand selbstverständlich das, was alle anderen auch wollen. Stärkung, Ehrenamt, Feuerwehr, selbstverständlich. Aber ich habe in 10 Minuten einfach nicht die Zeit, Ihnen alles zu erklären und zu erzählen. Ne? Das geht jetzt halt leider nicht. Daher möchte ich als einen Aspekt nochmal die Natur erwähnen. Ich stelle mir vor, Tempo 30 im gesamten Gemeindegebiet, natürlich exklusive der Bundesstraßen. Da müssen Sie nicht so langsam fahren, ist klar. Außerdem möchte ich gerne, dass die Gemeinde sich um ihren Wald kümmert, dass der Wald womöglich erworben wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, oder es muss sein, dass für Timmendorfer Strand ein Bürgerbus angeschafft wird. Mindestens einer, weil einige ältere Herrschaften, die können zum Beispiel nicht an unserer Veranstaltung teilnehmen. Wenn wir eine Veranstaltung haben im Ortsteil Niendorf beispielsweise, ja, wo wollen sie da hinkommen, wie kommen sie da zurück? Der letzte Bus fährt um 7 Uhr. Das haut also nicht hin. Dieser Bürgerbus ist ein Teil eines Konzeptes, da können auch gerne die Herrschaften der Aktivgruppe mitmachen. Wir kaufen einen Bus, jeder macht seine Werbung da drauf. Ich wurde als Rechtsanwalt auch kürzlich gefragt von DLRG. Jeder gibt einen Teil dabei, auf 5 Jahre fahren sie Werbung, kann jeder mitmachen. Ist eine schöne Sache, denke ich. Ne? Gut, ich weiß, ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir können auch okay, nein, gut.
Okay, doch, doch. Doch, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. So oft kommt das ja nicht mehr. Ja. Ich möchte ernsthaft mit Ihnen zusammenarbeiten, mit den Gemeindevertretern, mit Ihnen als Bevölkerung. Ich bin der Meinung, wir können in Zukunft eine ganze Menge besser machen, als bisher der Fall gewesen ist. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich ein besseres Klima ins Rathaus bringe, dass das Arbeiten dort wieder Spaß macht und dass wir auch von außen wieder wesentlich besser wahrgenommen werden. Ich trete heute als Ihr Bürgermeisterkandidat an und ich merke schon und ich weiß, es werden nicht alle 9000 Timmendorfer meine besten Freunde werden. Aber vielleicht im Laufe der Zeit wird es passieren, dass ich durch Qualität, durch gute Arbeit, durch Verlässlichkeit entsprechenden Respekt gebe, Vertrauen gebe und auch erhalte. Ich möchte als Sven Markus Kockel nicht Ihr bester Freund werden, vielleicht später. Ich möchte aber Ihr Bürgermeister werden. Als Ihr Bürgermeister werde ich für die meisten von Ihnen mehr tun, als die besten Freunde jemals für Sie getan haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, das ist ein Versprechen. Sie haben es, wenn er gewählt wird, Sie haben es live im Internet und können das jederzeit wieder zeigen. Das ist das Gute bei den Versprechungen hier. Wie bei den letzten Runden ein paar kurze persönliche Fragen. Einmal, damit wir Sie besser kennenlernen und auch Schlagfertigkeit und Humor vielleicht ein bisschen testen. Sind Sie abergläubisch? Morgen ist Freitag der 13. Ich habe an diesem Tag schon einige komische Sachen erlebt, aber ich bin nicht abergläubisch. Haben Sie einen Glücksbringer? Irgendwas, was Sie immer zu wichtigen Terminen mitnehmen? Stoffhasen oder sonst was? Ich hatte zu meinem juristischen Staatsexaminer habe ich ein Bild von meinem Hund, von Amy, wo sie eine Schleife um hat, auf dem Tisch stehen gehabt. Jetzt nicht mehr. Okay. Ja. Oder? Haben Sie die Tanzschule besucht? Ja, ich war in Schabolz in der Tanzschule und weil es da grundsätzlich immer Männermangel gibt, da durfte ich immer ran. Also tanzen. Ich habe an einigen Tagen drei Kurse hintereinander gemacht, so dass ich okay, das so genau wollte ich jetzt dann doch nicht wissen. Ihr letzter Kinofilm? Mein letzter Kinofilm. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Und hatten Sie einen bestimmten Berufswunsch, einen Berufstraum als Kind? Habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Lokomotivführer oder sowas? Nö. Okay. Dann noch ein paar Sätze, die Sie bitte einfach beenden. Am 1. Juli werde ich... Da ist Sonntag. Oh, okay. Am 1. Juli werde ich, da ist Sonntag. Sollte ich die Wahl nicht gewinnen? Dann werde ich weiter als Anwalt arbeiten und in Timmendorfer Strand leben. Entspannung finde ich durch... Spazieren gehen. Und letzter Satz, das Wichtigste in meinem Leben ist... Ich habe nicht mehr so viel Familie, daher würde ich das gerne sagen. Aber ich denke, für mich ist wichtig, dass ich morgens aufstehe und in den Spiegel gucken kann. Okay. Vielen Dank, Herr Kocke. Als letzter in der Runde jetzt heute Herr Metz. Schon im Anmarsch. Geht okay, das? Herr Metz, Sie haben das Wort. Sobald Sie starten, drücke ich wieder auf die Stoppuhr. Dann starten wir jetzt. Also auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen hier im Fuchsbau. Und ja, sehr geehrte Frau Evers, sehr geehrter Herr Tscholschner, sehr geehrte Groß-Timmendorferinnen und Groß-Timmendorfer, aber auch alle anderen, die ich in den anderen Vorstellungsrunden schon gesehen habe, auch Sie begrüße ich hier zum wiederholten Male. Ich bin Dieter Metz
und ich möchte Ihr Bürgermeister werden. Ich bin parteilos, unabhängig und damit keinem außer den Bürgern, Ihnen, meine Damen und Herren, hier verpflichtet. Ich bin ein umsetzungsorientierter Verwaltungsleiter mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Verwaltungs- und Personalführung. Und damit der Richtige, um das Amt des Bürgermeisters aufzunehmen, um mit Weitsicht die Zukunft dieser Gemeinde voranzutreiben und zu planen. Mit Sicherheit werde ich für die Umsetzung von Bürgerbescheiden, Entscheiden, Beschlüssen Sorge tragen. Es kann nicht sein, meine Damen und Herren, dass Jahre vergehen und nichts passiert oder unendlich verzögert wird. Ebenso ist eine solide Finanzpolitik das A und O für die Zukunft Timmendorfer Strand. Ich bin 57 Jahre alt, in Nordrhein-Westfalen geboren, dort zur Schule gegangen, das Abitur gemacht, eine Lehre abgeschlossen als Steuerfachgehilfe, ein Studium abgeschlossen, Diplomkaufmann und habe danach in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet. Ich bin seit 20 Jahren mit meiner Frau verheiratet, Manuela, die heute auch hier ist. Ja, und nach dem Abschluss meines Studiums habe ich viele Jahre in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung gearbeitet. Ich habe große und kleine Unternehmen gesehen, erfolgreiche, gute, aber auch weniger erfolgreiche. Das schult und lehrt einen fürs Leben. Danach habe ich als Verwaltungsleiter, als kaufmännischer Leiter Unternehmen verschiedenster Größenordnung kennengelernt. Ich hatte direkte Personalverantwortung für mehr als 100 Mitarbeiter. Ich war für die Umsetzung unzähliger Projekte, Unternehmensverschmelzungen, IT-Projekte, Aufbau neuer Abteilungen und Restrukturierung von Unternehmen verantwortlich. Die wesentlichen Inhalte meiner 20-jährigen Berufserfahrung und leitenden Erfahrung als Verwaltungsleiter sind die fachliche und sachliche Führung aller kaufmännischen Abteilungen eines Unternehmens, das Führen des Personalwesens, des Personals in den Unternehmen, die Steuerung der Finanzen, des Finanzcontrollings und des Investitionscontrollings. Ich habe große Sonderprojekte bei der Restrukturierung von Unternehmen durchgeführt und schwierige Umstellungen mit begleitet. Und dazu gehören auch immer die Menschen in den Unternehmen, die man mitnehmen muss und führen muss. Die Verbesserung von Organisationen, von Verwaltungsstrukturen waren ebenfalls Themen in meinem Berufsleben und das habe ich vielfältig und wiederholt beweisen müssen. Ich habe organisiert und auch improvisiert, dort wo es notwendig war. Man kann nicht alle Dinge voraussehen und planen. Das Tagesgeschäft ist manchmal anders, als man es sich vorstellt. Und dafür muss man die Kompetenz und auch die Reaktionsgeschwindigkeit haben, solche Themen erfolgreich anzugehen. Meine Damen und Herren, das bedeutet, ich habe eine fundierte Ausbildung und große fachliche Erfahrung in allen Bereichen von Betrieben und deren Verwaltung und den soliden Hintergrund sowohl im privaten als auch im öffentlichen Recht. Das ist Grundvoraussetzung, wenn man in dieser Position in Unternehmen tätig ist. Ich habe Entscheidungen getroffen und diese auch umgesetzt und weiß um tolle Theorien auf der einen Seite und der Realität in der Praxis. Timmendorfer Strand braucht einen Profi und Macher und keinen Verwalter, meine Damen und Herren. Nach all den letzten Jahren braucht unsere Gemeinde einen Profi als Bürgermeister und keine Praktikanten. Mit mir wählen Sie Praxiserfahrung und nicht nur universitäre Kenntnisse. Übergreifende Kompetenz und nicht nur Sachbearbeitung im Rechnungswesen. Meine Damen und Herren, über 20 Jahre Führungserfahrung von Mitarbeitern zu haben, bedeutet mehr
als nur Ansprechpartner im Betriebsrat zu sein. Verwechseln Sie bitte nicht Führung von Mitarbeitern mit der Arbeit für Mitglieder in Betriebsräten oder Verbänden. Führen bedeutet, das Ziel vor Augen zu haben, die Menschen mitzunehmen und Veränderungen herbeizuführen. Denn ohne Führungs- und Veränderungserfahrung ändert sich nichts. Die Gemeinde braucht jetzt einen Profi und keinen Praktikanten mehr. Wohin das geführt hat, haben wir die letzten Jahre gesehen. Wir können uns nicht, meine Damen und Herren, auf dem wenig Erreichten ausruhen. Für eine Premium-Destination wie Timmendorfer Strand ist viel aufzuholen und viel zu tun. Wir haben seit Jahren viel zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Es ist nicht viel passiert. Meine Damen und Herren, es stellen Fördermittel des Landes bereit, um bezahlbaren, mietpreisgebundenen und barrierefreien Wohnraum zu bauen und zu installieren. Diese Themen müssen im Vorfeld beantragt werden. Nicht, wenn man 70 Wohnungen und 41 Häuser bauen möchte. Diese Themen sind im Vorfeld zu beantragen, damit so etwas überhaupt funktioniert. Mit mir, meine Damen und Herren, wird das Bürgermeisteramt bürgerfreundlich und nah, verlässlich, unabhängig und auch ehrlich. Als parteiloser, unabhängiger Bürgermeister ist für mich eines klar. Das Bürgermeisteramt verträgt keine Parteipolitik. Kommunalpolitik orientiert sich ganz konkret an den Entscheidungen und den Interessen, dem Wohl der Bürgerinnen und Bürger, und das sind Sie, meine Damen und Herren, und damit an der Weiterentwicklung unserer Gemeinde. Für mich bedeutet das Amt des Bürgermeisters Nachhaltigkeit, Neutralität, Objektivität und Unbefangenheit. Meine Damen und Herren, ich bin nach der Wahl keinem, außer den Bürgern, Ihnen verpflichtet. Sie wählen mit mir einen Bürgermeister aller Bürger. Ich bin parteilos und unabhängig. Mit mir, und das verspreche ich Ihnen, gibt es keine Vetternwirtschaft. Ich werde mich für die Belange der Bürger einsetzen, für ihre Belange. Ich stehe für eine nachhaltige Haushaltspolitik und die Verbesserung der Infrastruktur, angefangen bei den Straßen, der Beleuchtung und anderer Themen, die hier nachrangig scheinbar behandelt werden, und ein gutes und schönes Ortsbild, das dieser Gemeinde auch gerecht wird. Visionen sind gut und wir werden sinnvolle, finanzierbare Ideen für die Weiterentwicklung Timmendorfer Strand 2035 finden. Aber, meine Damen und Herren, und das ist mir wichtig, erst kommt die Pflicht und dann die Kür. Wir haben viele Arbeiten und viele Dinge zu erledigen und die müssen hier umgesetzt werden. Wer ist hier besser geeignet als ein Profi aus der Praxis, dem Problembewältigung, Ideenentwicklung, Finanzen und Interessenzusammenführung keine Fremdworte sind. Mein Bürgermeisterstil und die Art, das zu handhaben, wird offen und bürgernah sein. Die Fürsorge der Bürger wird im Vordergrund stehen, die Kontinuität und Verlässlichkeit, neue Ideen und die Zukunftssicherung. Der rechtliche Rahmen ist Ihnen klar und uns allen, wie das hier läuft. Aber entscheidend ist, dass Bürger- und Gemeindeinteressen nachhaltig verfolgt werden und dass ich mich als Bürgermeister für Sie und die Themen einsetzen werde. Ich möchte ein starkes Rathaus, starke Menschen in der Verwaltung und motivierte, wertgeschätzte Mitarbeiter haben. Denn das ist ein wesentlicher Baustein für eine gut funktionierende Verwaltung und die Gemeinde, die sich weiterentwickeln muss. Meine Damen und Herren, bitte gehen Sie am 22.12. zur Wahl. Wählen Sie einen unabhängigen Bürgermeister, denn dann entscheiden Sie, wer Ihr Bürgermeister wird und was für Sie und die Gemeinde gemacht wird. Vielen Dank.
bekannt noch ein paar persönliche Fragen. Ja. Morgen ist Freitag der 13. Sind Sie abergläubisch? Nein, überhaupt nicht. Haben Sie irgendeinen Glücksbringer, irgendwas, was immer dabei sein muss? Nein. Sind Sie zur Tanzschule gegangen? Ja, mit Vorliebe und Wonne. Okay. Dort habe ich so viele nette Mädels kennengelernt in dem Alter mit 14, 15 Jahren. Das war ganz toll, ja, bin okay. Ich. Wenn wir schon bei Träumen sind, hatten Sie einen bestimmten Berufswunsch als Kind, als Junge? Ein Traum? Nee, nein, überhaupt nicht. Da war ich ganz pragmatisch. Ich war immer handwerklich begabt, habe dann einen ganz anderen Berufsweg gewählt und werkle immer noch gerne rum. Erinnern Sie sich an Ihren letzten Kinofilm, den Sie gesehen haben? Star Wars, ja. Okay. Ja, Star Wars. Teil 1. Ich bekenne mich. Alle, okay. Alle. Ich kenne alle. Rauf und runter. Und noch ein paar Sätze, die Sie bitte beenden. Am 1. Juli werde ich... Bürgermeister. Sollte ich die Wahl nicht gewinnen... Geht das Leben weiter? Entspannung finde ich durch... Meine Familie, Spaziergänge... Und hier die Ostsee. Und jetzt wissen wir schon, was jetzt kommt. Das Wichtigste in meinem Leben ist? Meine Frau. Das ist so. Vielen Dank, Herr Metz. Danke. Gut, während hier vorne jetzt ein bisschen umgeräumt wird und die drei anderen Kandidaten dann auch wieder zu uns stoßen, kurze Erläuterung, es geht jetzt weiter mit einer kurzen Frage- bzw. Diskussionsrunde. Wir hatten bei der ersten Runde die Schwerpunkte Verwaltung, Tourismus, bei der zweiten Runde Senioren, Jugend und Verkehr. Jetzt werden wir mal über bezahlbaren Wohnraum konkret und Haushaltskonsolidierung sprechen. Ich werde versuchen, Fragen einzuspeisen, die ich vorab von Ihnen zum Teil erhalten hatte. Das sind so viele Fragen, selbst wenn wir noch 10 Runden machen, kann ich die nicht alle stellen. Ich werde mein Bestes geben, werde versuchen, viele einzuspeisen, aber jetzt nehmen wir erstmal unsere Plätze ein und beginnen mit der Fragerunde. Mikro kaputt? Wahrscheinlich das. Und mein Glas? Ich habe meins festgehalten. Man weiß es nicht. Okay, alle bereit? Thema bezahlbarer Wohnraum. Bei den letzten beiden Runden, bei den ersten beiden Runden haben ja alle Kandidaten sich dafür ausgesprochen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Ich würde das gerne mal konkreter hören. Was genau wollen Sie denn machen? Nicht nur das Ziel, sondern auch die Maßnahmen und die Wege dorthin zu beschreiben. Herr Metz, Sie hatten eben aufgehört, jetzt fangen Sie mal an. Ja, okay. Also, das ganze Thema, ich habe es vorhin einmal ganz kurz angesprochen, ist etwas, was mit öffentlichen Fördermitteln hier auch in Timmendorfer Strand, in den Gemeinden, die dazugehören, realisierbar ist. Man muss natürlich entsprechende Areale sichern und diese Areale müssen unter genau diesem Aspekt auch weiterentwickelt werden. Dazu gehört es, dass man sich rechtzeitig und bevor all diese Dinge auf den Weg gebracht werden, natürlich muss eine Grobplanung sein, wie viel Wohnraum wollen wir schaffen, wie viele Wohnungen, wie wird das aussehen, im Vorfeld natürlich definieren, aber es gibt über die Fördermittel des Landes für bezahlbaren, mietpreisgebundenen und barrierefreien Wohnraum Zuschüsse. Das fängt einmal an mit den 250 Euro pro gebauten Quadratmeter, die es gibt, genau für diese Thematik. Man ist dann für 20 bis 35 Jahre, je nachdem, gebunden an solche Themen. Das heißt, das Damoklesschwert, das über solchen Themen, über solchen Bauten steht und Wohnraum schwebt, hat dann eben 35 Jahre Zeit. Das ganze Thema ist mit KfW-Darlehen, mit zinsgünstigen Darlehen zu finanzieren, aber auch im Rahmen von Profis, Wohnungsbaugenossenschaften, Gesellschaften, die man sogar als Gemeinde selber installieren kann. Das ist ein Thema, das mich beschäftigt und das ich so angehen würde.
Bei welchem Betrag, Herr Kockel, ist denn Wohnraum überhaupt bezahlbar? Über welche Summen reden wir denn so? Also ich sehe da einen Betrag von 10 bis 11 Euro kalt. Das ist, jetzt, sorry, da bin ich, das habe ich gerade nicht zu Ende geführt, bezahlbarer Wohnraum ist zwischen 6 und 8,50 Euro, nicht darüber. Okay. Nein, ich gebe Herrn Metz völlig recht. Ich sehe das ja genauso, aber ich kenne halt auch als Anwalt die Tabelle der Kosten der Unterkunft, was sie bei Hartz IV zum Beispiel bekommen. Und das ist halt absurd. Eine 6 Euro für, das geht, wenn wir halt was Subventioniertes haben, von der Gemeinde Subventioniertes haben, wenn Leute wirklich kein Geld haben. Aber letztendlich muss das doch schon irgendwie im Einklang stehen mit den Kosten der Unterkunft. Ne? Wir können jetzt nicht irgendwie auf Hartz IV-Niveau Wohnraum schaffen. Dafür sind unsere Flächen einfach auch zu teuer. Nein, ja, genau. Was sollen wir konkret machen? Ich sage, wenn jemand zum Beispiel in der Gastronomie arbeitet, ja, haben wir einige heute von hier. Eine 50 Quadratmeter Wohnung kostet dann 500 Euro beim Zehner. Ja, das ist ungefähr ein Drittel vom Gehalt. Ich sage, bezahlbarer Wohnraum bedeutet für mich erstmal, wir müssen Geld haben, das kriegen wir über die Zweitwohnungssteuer. Grundstücke würde ich heutzutage nicht mehr für Einfamilienhäuser weggeben, es sei denn auf Erbpacht, damit wir langfristig die Kontrolle behalten und nicht auf einmal diese Grundstücke in den privaten Markt gehen. Barrierefreiheit ist extrem wichtig. Seniorenwohnungen gehören für mich dazu, genau wie Mehrgenerationswohnen, aber wir müssen realistisch sein. Und wenn wir jetzt schauen in Scharbeutz, da hat die Wobau auch gebaut, neben Becker-Brede auf dem Sportplatz. Und da kostet dann der staatlich subventionierte Wohnraum, der kostet, glaube ich, 6 Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich glaube, der freie Wohnraum, den man anbieten kann, der kostet auch 10, 11 Euro. Ja, und das ist nun mal so. Ich finde das jetzt auch nicht, ich finde das doch auch nicht gut. Ich suche mir das aber doch nicht aus. Ich kann doch nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Ich bitte Sie. Aber, nee, wir machen weiter. Herr Wagner, wie schaffen wir preiswerten Wohnraum? Und vielleicht definieren Sie auch nochmal, welcher Wohnraum überhaupt preiswert ist aus Ihrer Sicht. Also erstmal muss man ja sagen, zu einer Kaltmiete kommen nur noch Nebenkosten. Dann komme ich mit 500 Euro da auch nicht aus. Und wenn ich sage, Erhöhung der Zweitwohnungssteuer, muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Wir liegen da bei 13%. Wenn wir 1% erhöhen, gehen wir auf 14% und liegen mit Sylt auf einem Level. Und dann hängt man auch direkt vom Verwaltungsgericht. Aber das sollte den Juristen ja eigentlich hinlänglich bekannt sein. Ja. Das ist so nicht richtig. Gut, aber mit der Mehr muss man ja auch mal aufräumen. Wir haben also einmal Wohnungsbaugenossenschaften, die sicherlich Interesse haben. Da sind wir beim Punkt intelligenter Wohnungsbau. Wir haben es ja bei der Blumenkoppel in Niendorf gesehen. Wir machen es andersrum. Wir weisen Einfamilienhausgrundstücke großzügig dimensioniert aus, die auch in der Anschaffung dementsprechend teuer sind und einen erheblichen Flächenverbrauch mit sich bringen. Und die 6.000 Quadratmeter, die übrig bleiben, die bieten wir dann Investoren oder Wohnungsbaugenossenschaften an. Das geht so natürlich nicht. Das müssen wir andersrum machen. Wir müssen sagen, Wohnungsbaugenossenschaft oder Privatinvestor, wie viel brauchst du, um noch mit einer kleinen Rendite auskömmlich bauen zu können? Und die Frage, um die zu beantworten natürlich, Herr Scheuchner, das geht im Endeffekt ja schon bei 5 Euro los. Und ich weiß das auch, es gibt auch hier in der Gemeinde schon Menschen, die haben sozialen Wohnraum geschaffen für Damen und Herren mit Wohnberechtigungsschein. Da kam ja eben ein Zwischenruf, das sind ja nicht immer sozial Schwache, das sind Geringverdiener etc. pp. Und die liegen bei 5,10 Euro und da hat die Gemeinde dann ein Vorschlagsrecht, das sie auch im Grundbuch sich verbrieft eintragen lässt. Erbpacht ist natürlich ein Modell, wir müssen nur aufpassen, dass wir keine Erbpachtregelung treffen mit Indexvereinbarung, weil wenn Sie dann nachher als Eigenheimbesitzer 500 Euro Aufwand haben, monatlichen Erbbauzins zu stemmen, das läuft Ihnen nachher nach hinten raus davon. Das können Sie dann auch nicht, denn die Nebenkosten und die Lebenshaltungskosten tragen Sie ja trotzdem. Mietwohnungsbau ist für mich wichtig in allen Gemeindeteilen, um das gemeindliche Leben auch sicherzustellen, um das Ehrenamt in allen Gemeindeteilen auch weiter am Leben zu halten und auch den Nachwuchs der Feuerwehren zu sichern. Ich kann auch mehr. Nee, ist perfekt. 2-Minuten-Beiträge sind perfekt. Frau Kara, bezahlbarer Wohnraum, welcher Preis, welche Maßnahmen? Also erstmal fliegen hier die Begrifflichkeiten durcheinander. Vielleicht sollten wir da mal aufräumen. Und zwar sprechen wir zum einen vom bezahlbaren Wohnraum. Der ist rechtlich nicht definiert. Das ist kein geschützter Name.
Und dann gibt es den sozialen Wohnraum. Der soziale Wohnraum, das ist der Bereich, wo die Vorredner vorhin schon ausgeführt haben, der eben staatlich gefördert ist und dort, wo ab 5 Euro bis 5,65 liegen da, oder 5,85 liegen da die Förderung jetzt derzeit, gewährleistet wird. Bei dem sozialen Wohnraum haben wir auch die Bindungsfrist von 35 Jahren. Wenn wir vom bezahlbaren Wohnraum sprechen, das ist wie gesagt der nicht geschützte, rechtlich definierte Begriff. Zudem haben wir in unserer Gemeinde vertraglich schon einige bezahlbare Wohnräume geschaffen. Die liegen deutlich unter 10 Euro. Bei 7 Euro haben wir da, 7 bis 8 Euro haben wir da im Bereich des bezahlbaren Wohnraums die Miete eine Mietpreisbremse quasi vertraglich vereinbart. Was man da machen kann, die Frage war ja, wie gehen Sie da vor? Erstmal müssen wir den Bedarf ermitteln. Wir brauchen den Bedarf, wir haben es letztes Mal schon angesprochen, wir haben über ein Drittel unserer Bevölkerung ist über 35 Jahre alt. Auf diese Situation müsste die Gemeinde vorbereitet sein. Das heißt, wenn wir vom bezahlbaren Wohnraum sprechen, müssen wir auch den seniorengerechten Wohnraum im Blick haben. Wenn wir vom bezahlbaren Wohnraum sprechen, müssen wir auch das Fachpersonal im Blick haben und auch die jungen Familien. Und was wir nicht vergessen dürfen, sind die Stärkung der Einwohnerzahlen. In diesem Bereich, wenn wir diesen Bedarf so ermittelt haben, gibt es eben den Weg in Zusammenarbeit mit Genossenschaften, der Begriff ist hier mehrfach gefallen, oder mit den privaten Investoren. Nochmal, die öffentliche Hand gibt die Rahmenbedingungen, wie hoch soll die Miete sein, wie lang soll die Bindungsfrist sein. Das alles kann die öffentliche Hand im Rahmen von Verträgen privatrechtlich den privaten Investoren vorgeben. Öffentliche Hand gibt Rahmenbedingungen vor, die Privaten investieren. Dazu müssen wir eben aber auch, das ist notwendig, auch dafür brauchen wir Bauland. Es ist kein Geheimnis, dass die Gemeinde über keine kommunale Flächen wirklich verfügt. Und auch dazu müssen wir Bauland schaffen. Und wenn wir vom Bauland schaffen sprechen, hier ist das ja angeklungen, man muss auch mal Bauland bevorraten. Und Bauland, wie Bauland Blumenkoppel ist vorhin angesprochen worden, dass dort irgendwie unverantwortlicher Umgang mit Flächen, meine Damen und Herren. Der Prozess ist folgendermaßen. Man hat eine Fläche, die wird mit dem Stadtplaner begutachtet, mit dem Stadtplaner ein Entwurf aufgestellt und in Abstimmung mit der Gemeindevertretung wirkt die Verwaltung moderierend und beratend zur Seite, wird das entwickelt. So, und daher ist unterm Strich, egal ob wir über bezahlbaren Wohnraum sprechen, über sozialen Wohnraum sprechen oder überhaupt Wohnraum sprechen, wir brauchen Flächen. Frau Kara, kurze Nachfrage mit der Bitte auch um kurze Antwort. Ein paar Fragesteller haben gefragt, warum müssen neue Baugebiete in Main-Niendorf sein? Die Sache ist, wir haben nicht den Luxus in unserer Gemeinde, dass wir als Gemeindeverwaltung und als Gemeindevertretung die Auswahl hätten, dass wir uns aussuchen könnten, dass wir jetzt mal in Timmendorf sind, dann in Groß-Timmendorf sind und dann in Hemmelsdorf sind. Wir haben, schauen Sie mal, für ein vorausschauendes Baulandmanagement gehört, dass man sich auf dem Flächennutzungsplan der Gemeinde sich die Flächen anguckt und schaut und auch eruiert gemeinsam mit dem Kreis, der ONB und der Landesplanungsbehörde, die letztendlich das letzte Entscheidungsrecht darüber hat, gemeinsam festlegt, wo ist was möglich. Dies haben wir 2013 gemacht. Auf der Grundlage gucken wir nun, wo ist eine bereits bewilligte, also zumindest von der Landesplanungsbehörde als grünes Licht gegebene Fläche frei und da greifen wir zu. Darf ich vielleicht an der Stelle auch noch mal was dazu sagen? Fragen nachher. Ja. Ihre Fragen nachher. Ich würde noch mal das nächste Thema aufrufen. Wir können alles nachher durch Sie noch vertiefen, ergänzen oder auch neue Themen aufmachen. Ich würde gern kurz das ETC anschauen. Achso, eben, Sie hatten einen freudschen Versprecher. Da gab es eine kurze Unruhe. Sie haben gesagt, ein Drittel ist über 35 Jahre alt.
über 65. Es wäre schön. Es wäre schön, wenn Sie es gesagt, wenn es so wäre. Das ist meine Wunschvorstellung. ETC würde ich gern kurz drüber sprechen. Herr Wagner, was machen wir mit dem ETC? Sind wir mit Wohnraum jetzt schon fertig? Ja. Das war aber kurz. Dann ziehe ich jetzt meinen Joker. Ich bin mal ein bisschen mutig. Darf ich? Jeder hat einen Joker und kann außerhalb der Reihe das Wort ergreifen. Also gerade wenn wir beim bezahlbaren Wohnraum sind oder bei der Beschaffung von Grundstücken, wie wir es ja gerade gehört haben. Es gibt in jedem Gemeindeteil noch Potenzialflächen oder Flächen, die sich für Wohnungsbau eignen. Die gibt es. Es ist nur so, dass die Verwaltung momentan keine Gesprächsbereitschaft herstellt, weil manch einer nicht mit der Gemeinde verhandeln will. Das muss man wissen und das sollte man wissen. Das ist sein Joker, aber nicht mein Joker. Es ist mein Antwortrecht darauf. Und zwar, erstens, gehören zu einem Gespräch, wenn es um Kauf oder Verkauf von Grundstücken geht, gehören immer zwei dazu. Es gehört einmal ein verkaufswilliger Eigentümer dazu und ein anderer, der es verkaufen möchte. Wenn Landwirte in anderen Ortsteilen, wir haben viele Landwirte in unseren Ortsteilen, wenn dort keine Verkaufsbereitschaft vorhanden ist, dann kann die Gemeinde auch nicht ankaufen. So, und Herr Wagner, wenn Sie dort einen Landwirt haben, der in Verkaufsabsicht hat, dann bin ich über jeden Hinweis dankbar. Wir kommen mit den Themen nicht durch. Wir können es nachher bei den Zuschauerfragen können wir dann ja, alles aber machen. Aber dieses Thema ist ja wirklich heiß. Dann, ist Ihr Joker auch weg. Dann ist mein Joker auch weg, aber ich muss dazu unbedingt was sagen, meine Damen und Herren. Wir haben in Niendorf, wenn man dieser Planung glauben darf, 41 Häuser geplant, 70 Wohnungen. Was bedeutet das für die Hermann-Kröger-Straße, wenn die hinten angeschlossen werden? Was bedeutet das, und das können die Niendorfer, die dort wohnen oder dieses Areal kennen, besser beurteilen, was bedeutet das für die Infrastruktur dort vor Ort, wenn tagtäglich 100, 200 Autos dort mehr herfahren? Ich denke, hier ist Weitblick geplant und nicht nur Liegenschaftsverwaltung. Ist das der Fall? Er ist auf der falschen Seite. Das war die Blumenkoppel ist auf der anderen Seite. Also die 70 Mietwohnungen sind die Blumenkoppel. Hermann-Kröger-Straße ist ganz woanders. Ja, und trotzdem. Die Infrastruktur. Nee, trotzdem nicht. Die Bewohner Hermann-Kröger-Straße und 70 Mietwohnungen, die fahren ganz andere Strecken. Wenn, sollten wir eine Stichwahl gehen, dann gibt es ganz viele Diskussionsmöglichkeiten. Bei 4 Kandidaten ist das schwierig. ETC, Herr Wagner, was machen wir damit? Ja, wir haben ja einen Bürgerentscheid, der getroffen wurde und der Bürgerwille ist da ganz klar erkennbar. Mit über 80% haben die Bürgerinnen und Bürger sich für den Erhalt ausgesprochen, des Eissport- und Tenniszentrums. Und ich spreche mich auch nach wie vor für den Standort, den es jetzt hat, aus. Ja, was machen wir damit? Wir sanieren im Bestand oder wir bauen an Ort und Stelle neu. So. Frau Kara, war der Bürgerentscheid nicht ein bisschen verfrüht? Ich habe mir nochmal die Summen angeguckt. In der Stellungnahme der Gemeindevertretung zum Bürgerentscheid stand drin, Kostenschätzung 8,3 Millionen. Und es stand auch drin, wir erwarten 60% Zuschüsse. Das hätte einen städtischen Anteil oder einen gemeindlichen Anteil von 3,3 Millionen bedeutet. Jetzt reden wir über 12 Millionen Investitionen eventuell und höchstens 2 Millionen Zuschüsse, sodass sich der gemeindliche Eigenanteil auf 10 Millionen steigern könnte. Ist das dann nicht eine neue Ausgangsposition, dass man nochmal fragen müsste? Sie haben die Beschlussfassung sich aus dem Ratsinfo logischerweise rausgenommen, Herr Scheuchner. Die Vorlagen der Verwaltung, Gemeindeverwaltung, dazu wären noch interessanter gewesen. Wir haben nämlich zur Beratung in die Gemeindevertretung sehr wohl auf diese unterschiedlichen Kostengründe oder Kostenhöhen hingewiesen. Wir haben
darauf hingewiesen, 8,3, das ist das Ergebnis des Sanierungskonzeptes. Und wir haben sehr deutlich außen vor gehalten, die 60% Förderung, die dort immer im Raume stand, haben wir als Verwaltung immer gesagt, das wird es in so einem Fall, kann es nicht geben, beziehungsweise das so in den Bürgereinstieg, in die Begründung reinzuschreiben, ist nicht korrekt. Und letztendlich, die Gemeindevertretung hat diesen Bürgerentscheid initiiert, die Gemeindevertretung hat diese Beschlussfassung auch über die Begründung initiiert. Ob das jetzt eine neue Sachlage ist, ob man da nochmal neu darüber entscheiden muss, auch das obliegt der Gemeindevertretung, in diesem Fall einen erneuten Bürgerentscheid durchzuführen. Fakt ist aber, dass das ETC zum wiederholten Male, ich erinnere, dass wir vor 6, 7 Jahren, meine ich, schon mal einen Bürgerentscheid durchgeführt haben und dass das ETC zum wiederholten Male jetzt mit über 83% einen Bürgerentscheid für sich entschieden hat. Bedeutet im Umkehrschluss, wir müssen jetzt endlich mal als Gemeinde Timmendorfer Strand anerkennen, dass das ETC zu unserer Gemeinde gehört, wie der Strand auch zu uns gehört. Und der Bürgerentscheid ist umzusetzen und das ETC ist zu sanieren. Punkt. Herr Kockel, Ihre Meinung? Das ETC ist natürlich ein unheimlich schweres Feld. Also ich kriege da schon gleich Beißhemmungen, wenn ich 8,3 Millionen für eine Sanierung lese, höre. Ich bin leider nicht im Rathaus drin und ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass ich von Natur aus ein sehr sparsamer Mensch bin und mal gucke, wenn ich was günstiger kriegen kann. Also 8,3 Millionen, das ist eine Menge Holz. Warum geht das nicht für 3 oder 4 Millionen? Ich habe mal gehört, dass da auch andere Sachen nur umgesetzt werden sollen. Das Restaurant soll woanders hin, dann sollen dann die Nasszellen, Duschen woanders hin, Umkleide woanders hin. Ich habe leider nicht diese Informationen aus der ersten Quelle. Die Gemeinderatssitzungen, die sind auch soweit nicht öffentlich, wo ich da mal irgendwie in die Unterlagen reingucken kann. Nein, das ist ja so. Sie haben anderes Material als ich, Frau Kramer. Nein, da muss ich ganz deutlich vehement widersprechen. Wir haben sogar im ETC selber einen Infoabend im Vorwege des Bürgerentscheids für die Allgemeinheit, für die Öffentlichkeit, aber für die Bürger. Aber nur nicht mit einer Kostennennung. Doch, selbstverständlich. Das von einzelnen, Herr Kockel, von einzelnen Posten. Herr Kockel. An diesem Abend ist das Sanierungskonzept vorgestellt worden mit dem Bauablauf, mit den Kosten, mit dem Steuerberater war vorhanden vor Ort, der hat die laufenden und folgenden Kosten dargestellt, der Brandschutzgutachter war an diesem Abend, wir haben eine vollumfängliche Aufklärung im Vorwege geleistet. Okay, gut, das reicht dann soweit, 8,3 Millionen. Was sollen wir jetzt machen? Ja, den Bürgerentscheid natürlich umsetzen, entweder muss saniert werden oder nochmal neu gebaut werden. Herr Metz, was soll ich dazu sagen? Ja, ich kann ganz klar antworten. Ich habe das vorhin schon einmal gesagt. Ich stehe für die Umsetzung dieses Bürgerentscheides. Das ist der Wille der Gemeinde hier, der Bürger hier in Timmendorfer Strand. Zum Zweiten glaube ich selber Investitionsrechnungen nicht, die ich nicht selber erstellt habe. Ich bin mit Augenmaß durch das Gebäude gegangen, habe mir das angesehen, auch mit einem Fachmann. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Investition in einigen Bereichen überzogen ist. Und da stimme ich jetzt hier meinem Mitbewerber, dem Herrn Kockel, zu. Wir sehen eher 4 bis 4,5 Millionen Euro dort im Raum stehen. Wir bekommen Fördermittel, die das ganze Risiko der Gemeinde auf 3 Millionen plus 20%, was auch immer, reduziert. Und ich stehe dafür, dass wir es machen. Das ist Ihr Wille und der soll dann auch umgesetzt werden. Das ist ein Symbol für Timmendorfer Strand und für die Bürger hier. Okay, dann würde ich noch mit Ihnen, klang ja bei einzelnen Beiträgen schon an, noch mal kurz über die Haushaltssituation reden wollen. Alle Kandidaten haben gesagt, wir müssen den Haushalt in den Griff kriegen, wir müssen konsolidieren. Wie wollen wir das konkret machen, Herr Kockel, Sie beginnen. Wie wollen wir den Haushalt sanieren? Wir werden ja nach der Haushaltsplanung Ende des Jahres 30 Millionen Euro Schulden haben. 30 Millionen ist natürlich eine Menge Holz. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich sehe mich als einen sehr sparsamen Menschen. Fischereihof für 4,3 Millionen. Das muss man schon mal überlegen, ne, was man dann vor Miete anschließend gerne haben möchte und wann das Ding dann auch mal aufmacht. Generell Leuchtturmprojekte einfach besser planen, vorsichtiger sein, Geld einsparen. Das ist sehr wichtig. Einfach mal vergleichen und dann hat es auch wirklich Vorteile, wenn Leute in der Verwaltung zusammen mit der
Gemeindevertretung arbeiten. In der Gemeindevertretung haben wir auch entsprechende Kompetenz, das weiß ich. Und die ehrenamtlichen Politiker müssen dann einfach auch mal mitmachen, weil letztendlich alles, was wir an Schulden jetzt auf dem Deckel stehen haben für die nächste Zeit, das ist ja auch alles durch die Gemeindevertretung gelaufen. Das hat der Frau Kara jetzt nicht alleine gemacht. Ne? Muss man auch mal fair sein. Ne? Das ist mir wichtig. Und dann möchte ich... Ich bleibe bei meiner Zweitwohnungssteuer. Ich habe jetzt noch keinen Fall gesehen, wenn man eine reguläre Zweitwohnungssteuer macht und auch verdoppelt, beispielsweise Kühlungsbohren, habe ich vorhin schon mal erwähnt, vor einigen Jahren, von 10% auf 20%, das geht einwandfrei durch. Also da sehe ich Kapital von 2,5 Millionen in etwa, die abzurufen sind. Gleichzeitig führt das dazu, dass die Menschen, die einen Zweitwohnsitz haben, gegebenenfalls sagen, die melden hier einen Erstwohnsitz an, da haben wir eine höhere Einwohnerzahl, über 10.000 kommen wir dann, haben bessere Steuereinnahmen und das greift alles ineinander. Also mehr Geld einnehmen und gleichzeitig natürlich auch mehr Geld einsparen. Okay, zur Zweitwohnungssteuer, wenn wir an Scharbeutz anpassen würden, den Satz, die sind auch bei 14, dann wären es 180.000 Euro mehr pro Jahr, wenn wir auf 20%... Wir sind aber nicht Scharbeutz, Herr Scheuschner. Nee, sag mal, dann wären es 180, wenn wir verdoppeln, dann stoppt uns das Gericht, weil dann die erdrosselnde Wirkung da ist. Bis auf 20%-Punkte könnten wir gehen. Aber nochmal konkret, welche Projekte, die jetzt geplant sind, sollten wir denn streichen? Wo sollen wir Ausgaben streichen sparen? Sollen? Nein, ich bleibe dabei, dass wir bei Ausschreibungen, beispielsweise für das ETC, die 8,3 Millionen, ich glaube das nicht, ich habe es früher mal gehabt mit der Kurverwaltung, Tourismusbetrieb, bis 10 Jahre her, da war ich Pavillonbetreiber, da ging es darum, dass die Gemeinde Timmendorfer Strand von der Firma Bergmann ein Pavillon, Pagodenpavillon mieten wollte für ein Wochenende, was teurer war, als ich es gekauft hätte. Das gleiche Ding. Ja, und außerdem weiß ich, dass da in der Gemeinde nicht so gut gerechnet wird, wenn die Leute nicht selbst dafür haften. Na, wenn man das Geld einfach mal ausgeben kann, da ist das ganz locker. Wenn ich aber betrachte, da sehe ich 30 Millionen. Ich sehe 30 Millionen mit 19 Gemeindevertretern. Jeder hebt für 1,5 Millionen den Arm. Da frage ich mich, wieso dürfen die das überhaupt? Kommunale Selbstverwaltung, Artikel 28.2.1 Grundgesetz. Okay, haben Sie recht. Herr Metz, haben Sie konkrete Ideen, wo wir einsparen sollen, sprich Ausgaben senken oder Einnahmen erhöhen? Jetzt komme ich aus der Wirtschaft, habe in großen Unternehmen gearbeitet. Ich habe keine Angst vor großen Zahlen. 30 Millionen hört sich erstmal viel an. Ob es das wirklich ist, kann ich en Detail im Moment gar nicht wirklich beurteilen. Die Gemeinde, und da berufe ich mich jetzt auf Sie, hat eine Eigenkapitalquote, die weit über 80% ist. Das ist in vielen Unternehmen eine tolle Quote. Das heißt, wir sind eine starke Gemeinde mit einem entsprechenden Eigenkapital. Diese 30 Millionen, wenn sie investiert werden müssen, um die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde und das Ortsbild und alles, was hier wirklich zu tun ist und auf der Strecke geblieben ist, wenn wir das mit 30 Millionen Euro umsetzen können, dann machen wir das. Aber wir machen das nicht so wie in Hemmelsdorf, wo wir einen Fischereihof gebaut haben, der wirtschaftlich nicht zu betreiben ist. Jetzt komme ich aus dem Handel, aus der Wirtschaft, habe da viele Erfahrungen. Diese ganzen Themen müssen in der Hand des Bürgermeisters bleiben und die Wirtschaftlichkeit der Investitionen, die muss immer im Vordergrund stehen. Und die Wertschöpfung und die Zukunftsfähigkeit dieser Gemeinde, meine Damen und Herren. Und wenn die 30 Millionen richtig sind, dann sollten die auch investiert werden. Herr Wagner. Ich muss mich erstmal sammeln, wenn man so viele Vorredner gehört hat, wird man ganz wirr im Kopf hier. Also auch mit den Förderungen, die hier schon bekannt sind. Also ich stelle auch an Sie die Frage nach konkreten Vorschlägen, aber ich erwarte schon nicht mehr so ganz konkrete. Nein. Also auf das Konkrete dürfen Sie sich bei mir verlassen bis zum Ende des Wahlkampfs und bis zum Ende der Veranstaltung. Okay, konkrete Gut. Vorschläge. Also was hier sicherlich verbesserungswürdig ist, ist ein Kostencontrolling, eine Kostenleistungsverantwortung. Da gehört für mich dann auch die ordentliche Führung von einem Bautagebuch und auch einem Lohntagebuch dazu. So. Und selbstverständlich die Chancen- und Risikobewertung im Vorfeld. Und jetzt nehme ich mir das Beispiel Fischereihof auch mal eben raus. Wenn ich einem Pächter auferlege, 3 Berufsbilder, sage ich mal, zu besetzen, er muss nicht nur ein Fischrestaurant führen, er soll auch noch Kuchen backen und Eis machen, dann hat er auch noch Pacht aufzubringen von monatlich 9.000 Euro. Netto-Pacht. Das muss er erstmal umsetzen, er muss sein Personal bezahlen und er selber will auch noch von irgendwas leben.
dann ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und wenn ich die Parkplatzsituation nehme, ich baue zuerst den Fischereihof und sage dann, wo kriege ich die Parkplätze dann her? Ist das genau wie in meiner Eingangsrede, ich plane 10 Jahre und noch mehr den Edeka-Markt und mache mir keine Gedanken, wie kommen die Leute über die Straße vom alten Kurpark in Niendorf. So, aber wir sollen auch aufpassen, wir sind ja froh, wenn wir Fördergelder bekommen. Und wir haben ja auch für den Fischereihof Geld bekommen, für das Feuerwehrgerätehaus und das Dorfgemeinschaftshaus hier in Groß-Timmendorf, sowohl wie auch in Hemmelsdorf. Aber wir müssen trotzdem immer sagen, was erzeugen diese Projekte, jetzt bin ich aber nur beim Fischereihof gerade, oder auch das Teehaus dann für Folgekosten. Das ist für mich auch eine Chance- und Risikobewertung, dass man guckt, was müssen wir aufwenden, um dann längerfristig den Erhalt, die Instandhaltung sicherzustellen und welche Kosten müssen wir tragen. Und es war ja bei beiden Projekten, so beim Fischereihof und auch beim chinesischen Teehaus, dass die Pächter dann sofort nach Mängeln gesucht haben und dann kommen die prognostizierten Pachteinnahmen ja auch gar nicht zum Tragen. Also das ist betriebswirtschaftliche Katastrophe, das muss besser werden und das wird besser, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Kara. Also ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Wir kommen von Haushaltskonsolidierung zu einzelnen konkreten Projekten. Gleiche Frage an Sie, welche konkreten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung? Die wenig miteinander zu tun haben und gar nicht auf die Frage Konsolidierung eingehen. Vielleicht vorneweg ein Wort. Meine Vorredner haben das gesagt, teilweise, aber ich habe jetzt vernommen, dass das, glaube ich, nochmal deutlich gesagt werden muss. Die Aufstellung und Beschlussfassung des Gemeindehaushalts ist das vornehmste Recht der Gemeindevertretung. So, und in Paragraph 55 der Gemeindeordnung gibt der Bürgermeisterin den Rahmen, die Verwaltung zu leiten, in dem ihr zur Verfügung stehenden Rahmen der Haushaltsmittel. Die Haushaltsmittel werden, wie gesagt, durch die Gemeindevertretung beschlossen. Ich wiederhole hier gerne, ich habe nicht mal ein Stimmrecht bei dem Ganzen. Meine Funktion ist, dort beratend zur Seite zu stehen. Herr Johansen, vielleicht mögen Sie etwas mehr Zurückhaltung üben. Dann, Ihre Zwischenrufe habe ich auch in meinem Eingangswort vernehmen müssen, aber ich glaube, es verträgt sich, werden Sie jetzt ein bisschen Zurückhaltung üben. Ich möchte gerne ansetzen. Meine beratende Funktion, Bürgermeisterin hat an der Stelle eine beratende Funktion, die habe ich durch zahlreiche Warnhinweise in meinen Beschlussvorlagen auch gegeben. In Form von Warnhinweise über die Finanzlage, im Hinblick auf die Finanzlage und auch mit der Bitte verbunden um Priorisierung der Projekte. Meine Damen und Herren, wir sind in Timmendorfer Strand. Wir machen gerne alles, aber nicht alles gleichzeitig. Das können wir nicht. Das können wir auch nicht aufgrund der finanziellen Situation. Aber dennoch will ich einmal diese Horrormeldung von 30 Millionen relativieren und dann sind wir bei der Frage, brauchen wir überhaupt die Konsolidierung? Denn es ist Fakt, dass unsere Gemeinde 87% Eigenkapitalquote hat. Bedeutet, wir haben nur eine 13-prozentige Fremdfinanzierung bei allem, was wir machen. Bedeutet auch, dass diese Quote uns eine finanzielle Sicherheit und Stabilität gibt. Und im Übrigen, das ist hier noch gar nicht erwähnt, in den letzten Haushalten hat die Gemeinde einen Jahresabschluss mit über 2 Millionen Euro abgeschlossen. Das heißt, wir haben im letzten Haushaltsjahr und im letzten davor und die letzten Jahre jeweils ungefähr immer 2 Millionen Überschuss erwirtschaftet. Bedeutet, wir legen auch jedes Jahr einen ausgeglichenen Haushalt vor. Einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen bedeutet auch, dass wir von der Kommunalaufsicht lediglich unseren Haushalt, die nehmen das nur zur Kenntnis, die brauchen das nicht mal genehmigen, weil wir einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Und darüber hinaus haben wir auch eine Bilanz, die wir ausweisen können, die ist mit Gegenwerten bestückt. Das heißt, wir haben wirklich, und da kann jeder vorausschauende Kaufmann, ja, und da bin ich jetzt bei den Investitionen, Herr
Herr Metz hatte das gesagt, bei dieser Ausgangslage kann jeder vorausschauende Kaufmann sagen, okay, wir können investieren. Aber mit Priorisierung. Und das ist, was uns nachher als Gemeindeverwaltung in der Umsetzung auch eine Sicherheit gibt im Hinblick auf Arbeitskapital und Arbeitskräfte einsetzen. Sonst springen wir von A nach B, von B nach C. Und ein letzter Punkt, warum die 30 Millionen so zusammenkommen. Da sind nämlich sämtliche Projekte bereits drin, enthalten, wie das ETC mit einem Wert von 2,5 Millionen Euro, wie die Maritim-Seebrücke mit über 2 Millionen Euro, wie das DLRG-Haus mit 1,2 Millionen Euro und. Wenn ich diese Sachen, die sind bereits alle im Haushalt drin, dass wir diese Sachen in diesem laufenden Haushaltsjahr nicht umsetzen, baulich das Geld in diesem Jahr ausgeben können, liegt auf der Hand. Zum Teil, weil eben Genehmigungen nicht vorliegen oder zum Teil, weil politische Beschlüsse noch nicht so weit sind. Bin sofort fertig. Und daher reduziert sich das schon um 8 Millionen Euro. Und wir haben zum 30.06., das ist auch die Meldung an den Hauptausschuss, der gemeindliche Haushalt hat einen Verschuldungsstand von 3,5 Millionen. 3,5, nicht 30 Millionen. Ich gehe trotzdem davon aus, das war ja auch die Pressemeldung, ich gehe trotzdem davon aus, im Haushaltsplan, im Wirtschaftsplan steht es drin und nach dem Grundsatz Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit hat man es vor und es sind auch Sachen, die noch nicht drin sind, wie Umbau des Bahnhofsgebäudes oder der neue Bahnhof oder sonst was. Aber von daher bleibt auch was zu tun, da sind wir uns einig. Gut, wir kommen jetzt zur Fragerunde. Bevor Sie das Wort haben, wollte ich ein paar Fragen, die mich erreicht haben, so reinrufen, dass Sie einfach mit Ja oder Nein antworten können und wir noch möglichst viele Infos kriegen. Ein Bürger hat darauf hingewiesen, in Glinde ist ein unabhängiger Kandidat gewählt worden als Bürgermeister und ist direkt nach der Wahl einer Partei beigetreten. Jetzt treten hier ja drei Unabhängige an, deshalb denke ich, die berechtigte Frage, videomäßig, streammäßig, dann ja auch auf Dauer dokumentiert, Frage, werden Sie die ganze Amtszeit unabhängig bleiben? Oder können Sie sich vorstellen, nach der Wahl einmal einer Partei beizutreten? Herr Wagner? Ich bleibe die ganze Zeit ohne Partei. Herr Metz? Ich bin und bleibe ohne eine Partei. Herr Rockel? Ich bin gern unabhängig. Okay, bei Ihnen ist klar, die Frage stellt sich nicht. Sie sind in der SPD und bleiben. SPD bleibt, das ist das eine, aber unabhängig in der Amtsführung ist man trotzdem. Dann eine Frage zu mehreren Themen, die wir auch schon besprochen hatten, die aber eben nicht alle mitgekriegt haben. Deshalb müsste es Ihnen eigentlich möglich sein, mit einem Ja, Nein oder Weiß nicht zu antworten. Parkgebühren auf den Großparkplätzen sind sinnvoll. Herr Kockel. Ja, nein. Teilweise ja. Herr Metz. Nein. Ein klares Nein mit Begründung oder? Nee. Die Begründung hatten wir ja, wir hatten schon diskutiert. Es geht einfach darum, hier nochmal einen Eindruck zu vermitteln, wie die Positionen der Kandidaten sind, weil wir nicht alles, was wir in den letzten 5,5 Stunden schon erörtert hatten, nochmal inhaltlich diskutieren können. Herr Wagner? Von mir gibt es auch ein Nein. Okay. Von mir gibt es aber Anwohnerparkausweise für Timmendorfer. Nächste Behauptung, wir brauchen mehr Hotels, Herr Metz. Nein, keine. Kein mehr an Hotels. Nein. Herr Koppel? Kein einziges. Frau Kara? Ich kann das nicht pauschal sagen. Das muss eben, also da muss man wirklich mit Augenmaß vorgehen. Was, also einfach nur ein Hotel mit Sicherheit nicht. Man muss gucken, was ist der Bedarf. Themenhotels sind immer gefragter. Und da muss man auch gucken, an welchem Standort. Das ist mir viel wichtiger als ein klar, jetzt einfach pauschal mehr Hotel oder nicht. Herr Wagner? Wir müssen im Bestand besser werden. Wir haben unheimlich viele Flächen, da stehen Hotels drauf oder Gastronomiebetriebe sind aber mit Fachkräften besetzt. Mehr und Betten? Dann frage ich Sie, mehr Betten? Ja, nein, weiß an nicht. An Ort und Stelle, wo jetzt schon Hotels sind. In Timmendorfer Strand. In Timmendorfer Strand, ja. Dann auf Straßenausbaubeiträge, ein Thema bei jeder Sitzung, auch wieder ganz viele Fragen. Auf Straßenausbaubeiträge sollten wir künftig ganz verzichten.
Frau Kara. Das haben wir mehrfach schon hier gehabt. Das ist eine Entscheidung der Gemeindevertretung am Ende. Das ist von A bis Z zu diskutieren. Was halten Sie davon? Die Wahrheit liegt dazwischen. Wir werden nicht die heutige Vorgehensweise, die heutige Praxis der Gemeinde aufrechterhalten werden können, aber wir werden auch nicht komplett darauf verzichten können. Das glaube ich nicht. Also nicht ganz verzichten. Herr Wagner? Das haben wir wirklich jetzt jedes Mal. Das verfolgt uns. Ja, aber es kommen immer noch jeden Tag dreimal die Fragen. Und in der Runde nachher würden wir es sonst auch kriegen. Ja, gut. Ist ein Thema, was viele interessiert. Ist auch okay. Aber Herr Buch ist heute nicht da. Habe ich auch schon festgestellt. Ist nicht da. Wir müssen einen Weg finden, wie wir es erheben. So, ob wir es über die Grundsteuer B mit einrechnen, ob wir eine Übergangsfrist schaffen. Ein klares Ja, ein klares Nein. Ich tue mich schwer mit denen, die über Gebühr belastet worden sind. Also weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Okay. Also, das ist unredlich. Wer es nachsehen will, bei den letzten Sitzungen wurde es inhaltlich diskutiert. Das ist ungefähr bei 1,20 bei der Maritim-Veranstaltung. Ein Hinweis würde ich. Also über Grundsteuer B würde ich in diesem Zusammenhang am wenigsten nachdenken, weil die Grundsteuer B anteilig, zu großem Anteil, dann an das Land abgeführt wird. Also davon haben wir nichts. Unsere Bürger haben die Mehrbelastung, aber wir haben davon nichts. Sie hatten ja schon Nein gesagt. Wir sollten nicht ganz verzichten. Ein bisschen erheben wir. Herr Metz? Ja, also ich habe es auch mehrfach gesagt, ich spreche mich dafür aus, dass die Beiträge abgeschafft werden, bis auf die einzige Ausnahme dort, wo es extrem teuer ist. Herr Kocke. Eindeutiges Ja zur Abschaffung der Beiträge gegen Finanzierung über erhöhte Zweitwohnungssteuer. Okay, drei kurze Themen noch, aber bitte wirklich Ja, Nein oder ich muss noch mal drüber nachdenken. Nämlich im Falle meiner Wahl werde ich regelmäßige Sprechstunden für die Bevölkerung auch in den Ortsteilen anbieten. Herr Kockel. Das mache ich auch für den Fall, dass ich nicht gewählt werde. Herr Metz. Ja, also ich denke auf jeden Fall, aber es wird nicht notwendig sein, weil ich unterwegs sein werde und mit Ihnen im Gespräch bleibe, im Dialog bleibe. Frau Kara. Bürgersprechstätten habe ich ohnehin, die mache ich ohnehin und in den Ortsteilen immer nach Bedarf. Und Herr Wagner? Dazu. Wird es mit mir geben, ja. Dann noch zwei Themen, danach sind Sie dran. Ein Thema, auch in vielen Fragen angesprochen, Aussage oder Behauptung, das Ortszentrum zwischen Strandallee, Ecke Herrenbruchstraße, also Deutsche Bank, und Rossmann, das Ortszentrum zwischen Deutsche Bank und Rossmann, sollte in der Saison ganz vom Durchgangsverkehr befreit werden. Nein. Herr Wagner. Nein, die Schrittgeschwindigkeit ist angepasst. Da kann man mit dem Auto schön durchfahren und zeigen, was man fährt. Das bleibt. Frau Kara. Also da kann man durchaus unterschiedliche Auffassung sein. Ich persönlich empfinde es angenehmer, wenn man als Fußgänger florieren kann, ohne dass man von einem super tollen Bentley dann gerade zur Seite geschoben wird. Saisonal finde ich, das kann man durchaus drüber nachdenken. Ich fände es gut. Okay. Herr Metz. Ja. Also nicht sperren, das Schaulaufen soll weiter sein. Das ist ein Bestandteil von Timmendorfer Strand und das gehört dazu. Und Herr Kocke. Ich habe das Thema ja gerne aufgemacht. Ich habe da verschiedene Aspekte im Kopf. Und zwar sehe ich auch Weihnachtsmarkt in Berlin oder Attentate in Nizza, wo über die Straße gefahren wird. Heutzutage, jeder hat sein Handy dabei. Die Leute gucken gar nicht mehr. Die laufen kreuz und quer. Ein Fußgänger ist unberechenbar. Und in Scharbeutz geht das so eigentlich auch ganz gut. Ja? Ja, zumachen im Sommer. Und die letzte Frage an alle, Behauptung. Die Promenade sollte auch weiterhin für Radfahrer nutzbar sein. Ist auch jedes Mal diskutiert worden, Radler weg, Radler nicht weg. Also weiterhin für Radfahrer nutzbar. Herr Metz. Nein, nicht für Radfahrer nutzbar. Herr Kockel. Zwischen Maritim und Teehaus Seebrücke würde ich zwischen dem 1. Juli und 31.8. die Promenade für Fahrräder sperren. Herr Wagner. Fahrräder und Hunde an Laufleinen, ja, das sind ja die große Gefahr. Nein, die Fahrräder werden nicht verbannt, wir haben kein Fahrradwegekonzept, wo sollen sie hin? Nur die Einhaltung der Regeln muss stärker kontrolliert werden.
und Frau Kara. Selbstverständlich, wenn wir über die Ausweitung von Radwegekonzepten sprechen und insbesondere auch mehr Radfahrer mobilisieren wollen, selbstverständlich fahren die auch da auf der Strandpromenade. Okay, dann doch noch eine letzte Nachfrage, Herr Wagner. Bei Ihnen gab es ein paar Nachfragen, Erklärungsbedarf. Auf Ihren Plakaten steht da drauf, unser Kandidat, wir unterstützen. Und da steht die neue Perspektive. Da ist die Frage, ist das die Fraktion, also die Zwei-Personen-Fraktion, oder ist das die neue Wählervereinigung? Also als die Plakate gedruckt wurden, hieß das Ganze ja noch Neue Perspektive, ist aber das Bürgerbündnis Neue Perspektive. Also die neue Organisation. Das ist eine redaktionelle Änderung, die nicht umgesetzt wurde. Aber darf ich da eine Zwischenfrage? Jetzt beginnt der Frageteil. Eingeleitet durch den Herrn in der zweiten Reihe. Zum Ablauf ganz kurz, hier sind ein paar Helfer, die mit Mikrofonen bereitstehen. Der Ablauf, wenn Sie ein Mikro ergattern, Sie stellen sich bitte kurz vor. Ja, guten Abend. Sagen dann, an wen sich die Frage richtet. Ich hätte wenn es nicht an alle ist und versuchen, eine Frage zu stellen, keine Wertung zu bringen und fair zu bleiben. Genau. Mein Name ist Sven Partheil-Böhnke, ich bin Timmendorfer Steuerberater hier im Ort. Ich habe nur eine kurze Nachfrage erstmal, weitere Fragen habe ich sicherlich auch noch im Moment zu Herrn Wagner. Sie sagten gerade Bündnis Neue Perspektive. Ich habe gerade eine E-Mail gesehen, wo ein Mitglied der Bündnis Neue Perspektive ausgeschlossen hat, dass Sie unterstützt werden. Das ist mir so nicht bekannt. Ich stehe mit Herrn Strümpel in Kontakt und das ist bekanntermaßen der Kopf des Ganzen. Genau, die E-Mail, wenn ich das nochmal ergänzen darf, Herr Strümpel ist, glaube ich, gerade im Urlaub und sein Vertreter hat diese E-Mail geschrieben und ausdrücklich bestätigt, nein, Herr Wagner wird von uns nicht unterstützt. Die Information liegt mir nicht vor und das tue ich jetzt einfach mal als Wahlkampftaktik hier im Saal ab, Herr Partheil-Böhnke. Das ist mir nicht bekannt, da haben wir keinen Kenntnisstand drüber. Okay, nein. Vielen Dank. Mal die Dame hier vorne. Ist an. Mein Name ist Ruland, Vera Ruland. Ich wohne in Timmendorfer Strand. Habe eine Frage an Frau Kara als Vertreterin auch jetzt der Gemeinde. Sie haben ein Haus gekauft in der Hauptstraße für, glaube ich, 300.000 und so ein Altbau und der gammelt nur vor sich hin. Meine Frage ist, was haben Sie jetzt damit vor? Warum ist es gekauft worden? Es hieß für Flüchtlinge und nun passiert da gar nichts. Das ist richtig, die Hauptstraße hat die Gemeinde damals gekauft, aber nicht für 300.000, sondern wesentlich günstiger. 180.000 hat die Gemeinde dafür bezahlt. Die Gemeinde hat 180 dafür bezahlt. Das war, glaube ich, nee. Okay, was geschieht damit jetzt? So. Nee. Auf jeden Fall. Wir haben da, also auf dem Gebäude sind Planungen für verschiedene Möglichkeiten, Kindergartenanbau oder eben, da gibt es verschiedene Planungen auch im Hinblick auf gewerbliche Nutzung. Insbesondere ein Kindergarten zum Beispiel wäre dort eine Nutzung, die dem B-planerisch dort dem gesamten Gebiet zugutekommt und auch dem Wohnen nicht schädlich ist. Na, darf ich nachfragen, weil ich Kopfschütteln sehe, gibt es eine Zeitschiene? Da sind wir mit dem Kreis in Abstimmung, da müssen die planerischen Voraussetzungen einfach noch vorliegen. Okay, zwischendurch, machen wir hier vorne weiter bitte, zwischendurch ist immer relativ viel Unruhe. Wir können zusammen singen, aber schlecht zusammen Fragen stellen. Ich würde einzelne von Ihnen bitten, dann doch, die sich bisher nicht dran gehalten haben, ein bisschen ruhiger zu sein. Sie haben das Wort. Unter Bürgermeister Popp ist die Gemeinde eingetreten in das Bündnis für lokale biologische Vielfalt. Das Ostseegymnasium hat mit einer Arbeitsgemeinschaft seinerzeit 2.000 Euro Ökogelder gewonnen und umgesetzt in Arbeit auf einem Gelände. Und die Gemeinde hat bei einem Bundwettbewerb den 2. Platz gemacht, bienenfreundlichste Gemeinde Schleswig-Holsteins. Und
Nach meiner Pensionierung ist das ziemlich verkommen und wir bauen mit... Dürfte ich um Ihre Frage bitten? Mit diesem Verein. Ich habe ein paar solche Flyer auch ausgegeben. Blühbiotop Timmendorfer Strand. Und ich habe mich gefreut, dass also das Wort Natur oder besser noch Natur und Umwelt in den mündlichen Reden nicht so viel, aber auch schriftlich habe ich das schon gelesen. Das ist auch erfreulich, wenn sich die Bürgermeister auch darum kümmern. Und was nicht so gut ist, ist, dass die Gemeinde... Dürfte ich Sie an Ihre Frage erinnern? Die Finger schmutzig machen. Ein Eintritt kostet 12 Euro pro Jahr. Wenn alle eintreten oder die Hälfte... Okay, wenn keine Frage kommt, dann drehen wir das Mikrofon jetzt ab. Okay, dann der nächste Fragesteller, bitte. Die Dame hier vorne, bleiben Sie hier vorne. Die Dame hier links, nee, andere Seite. Ganz am Rand. Und dann arbeiten wir uns gleich nach hinten durch. Guten Abend, mein Name ist Gisela Steinhardt und ich habe eine Frage an Frau Kara, folgenden Inhalts. Es gibt einen Beschluss des Gemeinderats, den Kaufvertrag über eine Ackerfläche an der Hermann-Kröger-Straße nicht abzuschließen. Sie haben sich nicht an den Beschluss gehalten und stattdessen umgehend mit dem Verkäufer verhandelt und einen neuen Kaufvertrag abgeschlossen. Ich habe immer wieder, während ich bei Sitzungen dabei war, festgestellt, Sie haben gesagt, dass Sie nur das umsetzen, was der Gemeinderat beschließt. Warum haben Sie sich jetzt nicht an diesen Beschluss gehalten? Richtig ist, richtig ist erstmal Ihre Erinnerung, dass ich mich immer an die Beschlüsse der Gemeindevertretung halte. Und das Zweite ist, der Hauptausschuss hat am 21. März in seiner Sitzung die Bürgermeisterin ausdrücklich gebeten und beauftragt, hier eine Fristverlängerung mit dem Verkäufer zu erwirken und die möglichst weit nach hinten liegt. Am besten so O-Ton, am besten nach der Bürgermeisterwahl und nach der Kommunalwahl. Ich habe diesen Wunsch des Hauptausschusses einfach nur ausgeführt, mehr nicht. Frau Moos, machen Sie hinten mal so ein paar Wortmeldungen, bitte. Mein Name ist Klaus Hartwig, ich wohne in Niendorf, Anlieger der Hermann-Kröger-Straße und habe natürlich dann auch zu diesem Baugebiet was zu sagen. Wie schon erwähnt, wie bitte? Ja, kommt. Kommt. Ihr Vertragspartner, der Landwirt, möchte seinen Betrieb vergrößern, er braucht finanzielle Barmittel, die möchte er durch den Landverkauf erreichen. Sie sind also in einer sehr guten Position. Meine Frage ist, warum wollen Sie 2,5 Millionen Euro für eine Fläche ausgeben, von der die Gemeindevertretung ausdrücklich gesagt hat, sie ist zur Bebauung nicht geeignet? Sie können doch bei dem Landwirt eine andere Fläche nehmen. Okay, Frage ist klar, die Antwort kommt jetzt, Frau Kahn. Die Antwort kommt sehr gerne. Erstens spreche ich in der Öffentlichkeit nicht über Vertragsinhalte mit dem Landwirten, dann kann ich mir in Zukunft jede Verkaufsgespräche mit Landwirten hier abschminken. Herr Hallenser. Und das Zweite, dass die Gemeindevertretung diese Fläche für nicht bebaubar hält, ist nicht korrekt. Punkt. Das ist nicht korrekt. Ja, was ich noch ausdrücklich bestätigen würde als Gemeindevertreter. Eine Frage an alle fünf. Alle haben sich... An mich ja nicht, ne? An alle vier, denke ich. Ich bin dreimal gewählt worden. Sie kriegen eine Extrafrage. Sie kriegen die Extrafrage, warum Sie immer wieder eine Verschuldung an die Wand malen, wo Sie als Bürgermeister wissen müssten, dass eine Pro-Kopf-Verschuldung überhaupt keine reale Zahl ist. Okay, nichts anderes, habe ich wieder was gelernt heute Abend. Ich warte jetzt gerne auf Ihre Frage. Die Frage, die ich stellen wollte, alle haben sich auch mit Haushalt und Ortsentwicklung beschäftigt. Wir sitzen hier im Wahlkreis 1. Der Wahlkreis 1 erwirtschaftet weit mehr als 50% der Werbesteuern der Gemeinde.
und nicht aus dem Tourismus im Wesentlichen. Die ganze Diskussion dreht sich aber immer nur um Tourismus. Brauchen wir auch Gewerbegebiete? Gibt es auch andere Dinge, die wir haben wollen? Wo wir vielleicht junge Bürger mit im Ort halten können, weil sie Berufe finden, die nicht im Tourismus sind? Wäre doch mal ein Vorschlag. Thema Ansiedlung von Arbeitsplätzen, Erweiterung Gewerbegebiet. Herr Wagner. Herr Lenzer, danke für die Anmerkung. Wir haben das ja bei den letzten zwei Veranstaltungen schon gesagt, dass eine Erweiterung des Gewerbegebiets vonnöten sein wird, um genau den Menschen, die einen Handwerksberuf ausüben. Bitte? Nee, jetzt kommt die Antwort. Pfiffige Ideen, ja. Ich kann Ihnen viele Ideen mitteilen, nur das sprengt ja wieder die Redezeit. Wir brauchen eine Erweiterung des Gewerbegebiets. Die Gewerbesteuer beträgt 4,8 Millionen jährlich. Auf die wollen können wir nicht verzichten. Und wir wollen den Menschen auch eine Perspektive bieten, die nicht in Hotellerie und Gastronomie ihr Geld verdienen, sondern im Handwerk und im Dienstleistungsbereich. Das ist unstrittig. Das ist aber in den letzten zwei Veranstaltungen auch schon mehrfach angesprochen worden, teilweise auch in Vorstellungsreden. Steht zum Teil auch im Wahlprogramm der Kandidaten drin. Ganz kurz noch, Frau Kara. Sehr gerne. Also die Gewerbeentwicklung ist wichtig. Die Flächen für eine Gewerbeentwicklung ist auch wichtig. Da haben wir in unserer Kommune schon Flächen, die wir gemeinsam ja bearbeiten, auch im Bauausschuss ja auch schon angefangen hatten zu behandeln. Leider ist es dann von der Tagesordnung auf Antrag runtergenommen worden. Wichtig ist aber auch, dass wir bei der Gewerberaumentwicklung auch in puncto mit den Nachbarkommunen auch mal arbeiten und auch da mal gucken. Und da wäre Rathegau insbesondere im Hinblick auf die Schienenhinterlandanbindung und Haltepunkte-Diskussion ein sehr, sehr geeigneter Partner, dass man dort an der Autobahnabfahrt gemeinsame Gewerbeentwicklungen, Flächen hat und dies auch gemeinsam entwickelt. Ein letzter Punkt, unsere Einkünfte im Gewerbe betragen, wir haben in diesem Jahr 600.000 mehr Ertrag verzeichnen können, sodass wir in dem Bereich bei 5,3 Millionen liegen, nicht bei 4,8. Okay, gute Wirtschaftsentwicklung, Herr Metz. Ja, auch ich hätte das schon in den vorherigen Präsentationen angesprochen. Ich spreche mich dafür aus, dass wir vor Timmendorf, vor den Gemeinden, dort, wo es Sinn macht, weitere Gewerbeflächen ansiedeln, damit eben da auch Wirtschaftskraft und Arbeit nach Timmendorf kommt. Und Herr Kocke. Ja, viele von Ihnen waren ja nicht bei den anderen Veranstaltungen dabei, gucken nicht ins Internet. Von daher müssen wir halt auch hier nochmal ordentliche, ausgiebige Antworten geben, damit Sie auch wissen, wovon wir sprechen. Ansonsten natürlich, jeder Kandidat hat ein schönes Programm. Tourismus, ganz klar, ist erreicht, Maximum ist erreicht, keine weitere Überbetonung. Das heißt, der Bürger gehört ins Zentrum. Dazu gehört auch, dass der Bürger erstens Flächen hat, auf denen er leben kann. Er braucht eine Arbeit hier vor Ort und das ist eben nicht nur im Tourismus und in der Immobilienwirtschaft, sondern dazu gehört auch das Handwerk und auch die neuen Bereiche des Arbeitens. Und daher bin ich selbstverständlich für eine große Erweiterung eines Gewerbegebietes und auch natürlich die Ansiedlung von den Menschen, die dann da leben können. Menschen, mit denen ich zur Schule gegangen bin, ich war hier auf allen Schulen, auf der Realschule und auf dem Gymnasium. Ich sehe heutzutage 3, 4 einzelne Gesichter gibt es noch, aber auch bei den anderen Runden, das ist eigentlich recht spärlich. Ich sag mal, aus meiner Generation haben wir in Timmendorfer Strand, wenn sie nicht gerade ein Café oder ein Hotel in der Familie haben, maximal noch 10%. Alle anderen sind hier weg, obwohl da gute Leute bei waren. Das ist schade und die sollen wiederkommen und in Zukunft müssen hier bleiben. Also Gewerbeansiedlung, ja. Direkt neben Ihnen. Und gleich bitte 2 Reihen davor. Mein Name ist Reuter aus Groß-Timmendorf. Ich habe an alle Kandidaten mal die Frage, wenn die Kinder jetzt zum Beispiel länger als 6. Stunde Schule haben, wie sieht da der Plan aus, wie die Kinder dann nach Hause kommen? Weil es ist so, dass die Kinder gerade jetzt so nach Groß-Timmendorf, nach der 7. Stunde, entweder umsteigen müssen in den Bussen, gerade die Kleinen, finde ich doof, oder eben von den Eltern abgeholt werden müssten. Okay, vielen Dank für die Frage. Herr Kockel. Wir haben früher Schulbusse gehabt. Gibt es die heute nicht mehr, die hierher fahren? Ansonsten, wenn es den Schulbus jetzt nicht mehr gibt, ich habe ja mein Lieblingskind den Bürgerbus. Ich habe ja auch früher selbst 5 Jahre Personenbeförderungsschein gehabt. Ich finde das toll. Ein Bürgerbus ist genau dafür da. Da kann man die Rentner mitnehmen und auf dem Rückweg, dann nehmen Sie die Kinder von der Schule mit. Warum nicht? Ansonsten gucken Sie einfach mal, dass Ihre Nachbarn sind ja auch andere Kinder, und andere Eltern, da kann man sich auch organisieren, dass sich jeder mal abwechselt. Das sollte hier auf dem Dorf auch noch möglich sein, bis ich den Bürgerbus für Sie geschaffen habe. Herr Metz. Ja, ähnliches Thema.
ein Schulbus für die Kinder, damit sie sicher nach Hause kommen, macht sicher Sinn. Der muss sinnvoll eingesetzt werden. Aber dieses ganze Thema betrifft ja nicht nur die Kinder, sondern auch alle Menschen hier. Aber um auf die Frage zu antworten, ein Schulbus macht da ganz sicher Sinn. Frau Karat. Also insbesondere die Verbindung zu Groß-Timmendorf, durch die 5951, die Buslinie, sehr gut gewährleistet. Die fährt sehr gut. Wir können ja nicht, die Schulpläne können ja nicht nach der 5. Stunde, nach der 6. Stunde sich an den Busfahrplan richten. Wir haben aber ja an unseren Schulen ganz viele Angebote. Wir haben die Angebote einer erweiterten Schulbetreuungsangebote, sodass die Kinder diese halbe Stunde bis zum Bus in dem Bereich ja durchaus überbrücken können, damit sie eine Betreuung haben, damit sie unter Aufsicht sind und auch sicher sind und auch Beschäftigung haben. Aber aber das haben sie nirgendwo. Okay, Herr Wagner, noch eine Idee. Also Frau Reuter, ich bin ganz dankbar für den Hinweis, weil wenn man ja sagt, wir führen einen Bürgerbus ein oder einen Ortsbus ein, dann geht es ja auch darum, dass die Auslastung stimmt und so ein Gefährt dann auch wirtschaftlich, sag ich mal, betrieben wird. Und insofern ist das natürlich was, dass man dankbar dafür ist, wenn man sagt, da ist ein Bedarf da, sodass der Bürgerbus dann auch das in seine Taktung mit einbaut. Und wenn wir von Groß-Timmendorf sprechen, wir sind ja auch hier, dann müssen wir natürlich auch Överdiek mit berücksichtigen. Ja, danke schön. Gut, Frau Reuter, das war jetzt noch nicht die Lösung für Sie, aber ich denke, das Problem, das Thema ist benannt und da hoffe ich auf die entsprechende Sensibilisierung der oder des Kandidaten. Guten Abend, mein Name ist Gabriela Prehn. Wir führen hier eine Apartmentvermietung in Timmendorfer Strand. Und ich möchte jetzt einfach mal und möchte auch einfach mal sagen, dass ohne den Tourismus hier die Gemeinde Scharbeutz nicht so florieren würde, wie es jetzt ist. Derzeit, wir haben erhebliche Steuereinnahmen durch die Gewerbesteuer und auch durch andere, durch die Zweitwohnungssteuer und so weiter hier in der Gemeinde Timmendorfer Strand erhalten. Und jetzt möchte ich doch einfach mal an Herrn Kockel die Frage richten, was er denn unternehmen will, er spricht ja davon, dass der touristische Bereich, so wie er sich jetzt darstellt, reicht völlig aus und die Gäste strömen weiterhin so nach Timmendorfer Strand. Alle anderen Gemeinden um uns herum, die florieren, die bauen aus, machen und tun, lassen sich etwas einfallen. Nun möchte ich an Sie mal die Frage stellen, wie Sie sich denn das in Zukunft vorstellen, dass unsere Gäste weiterhin hier so nach Timmendorfer Strand kommen, wenn wir nicht weiter in dem touristischen Bereich investieren, um die Gäste davon zu überzeugen, hier weiterhin Urlaub zu machen. Okay, Frau Prehn. Ja, Frau Prehn, danke für die Frage. Ich sag mal, wenn Herr Wagner wieder nach Hause gefahren ist, dann können Sie das Apartment von ihm ja vermieten. Und ansonsten, wir haben ungefähr 11.000 Betten haben wir in Hochzeiten stehen im Sommer. Ja, und Herr Wagner hat vorhin schon recht gehabt, wir müssen die bestehenden Kapazitäten besser nutzen. Aber es kann halt nicht sein, dass Sie halt gucken, dass Sie immer mehr Häuser kaufen, die auf dem Markt gerade sind. Und da sind dann die 4 Apartments drin, die vermieten Sie und wir haben keinen Wohnraum. Ne? Daher, das ist halt so, wenn woanders weiter gebaut wird, müssen wir das nicht weitermachen. Wir müssen keine 30.000, 40.000 Betten haben und eines Tages noch 2.000 Einwohner. Das will ich nicht, ganz klar. Okay, Frau Muß, in Ihrem Bereich Wortmeldung. Ja, mein Name ist Christian Hertel. Ich bin auch hier aus der Gemeinde Groß-Timmendorf oder aus dem Ortsteil. Ich bin etwas erschüttert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Höchstens 2 also, Fragen. Als erstes möchte ich eine kleine Anmerkung machen. Die Anmerkung ist, es gibt einige Kandidaten, die hier mit gefährlichen Halbwissen versuchen, Wählerstimmen zu generieren. Das ich würde Sie um Fragen so, bitten. Das ist nur mal am Rande. Also gut. Meine Frage, die hatte ich auch, glaube ich, schon im Maritim gestellt. Lauter. Die hatte ich auch im Maritim gestellt. Vielleicht haben sich die Kandidaten zwischenzeitlich ein wenig nochmal Gedanken gemacht. Es geht um die Hinterlandanbindung. Das ist nämlich das, was Groß-Timmendorf jetzt in erster Linie hier interessiert und nicht, ob wir noch zusätzliche Hotels im Ortskern bauen. Wie wir alle wissen, gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal den Bahnhof in Rathekau
einen gemeinsamen Bahnhof in Radekau zu erstellen oder eine Haltestelle hier in Neuhof auf dem Gemeindegebiet der des Gemeindegebietes Radekau. So, ich würde gerne wissen, wie die Kandidaten dazu stehen. Sind sie eher für Radekau als gemeinsamen Bahnhof mit Timmendorfer Strand oder eher für eine Lösung Neuhof Haltepunkt ohne Dach? Okay, Frage ist angekommen. Sie hatten die gleiche Frage im Maritim schon gestellt. Trotzdem, der Haltepunkt wäre ein paar Schritte nur von hier entfernt. Deshalb kurzes Statement, Herr Kockel. Ja, ganz eindeutige Aussage für einen gemeinsamen Bahnhof im Idealfall mit der Gemeinde Radekau. Hier geht gar nicht. Die große Lösung ist das für mich, dass wir Radekau rechtzeitig und sofort am besten jetzt Geld dazugeben müssen und mitplanen müssen. Müssen wir uns ganz schön in der Gemeindevertretung entscheiden. Außerdem sage ich immer noch, ich glaube so lange an die Bäderbahn, solange die noch fährt. Und wenn die Bäderbahn nicht mehr geht, so werden wir diese Schiene womöglich auch weiter nutzen können. Da fährt da irgendwas anderes drauf. Herr Wagner. Also ganz klar, ein gemeinsamer Bahnhof in Radekau mit der Gemeinde Radekau zusammen. Und wir müssen uns jegliche Rechte an der Trassennutzung sichern. Und der Wirtschaftsminister, Herr Buchholz, hat ja auch schon das Fraunhofer-Institut beauftragt, dann eine innovative Möglichkeit, sage ich mal, zu eruieren, um dann auf dieser Trasse auch umweltfreundlich und innovativ weiterzufahren. Also ich bin gegen den Bahnhaltepunkt hier in Neuhof, ne, um das nochmal klar zu sagen. Danke. Herr Metz? Ja, ich habe es ja im Vorfeld auch schon gesagt, ich spreche mich für den Erhalt des Bahnhofes hier in Timmendorfer Strand aus. Das ist die Lebensader, die sowohl unsere Gäste als auch Mitarbeiter direkt hier vor Ort bringt. Das ist für mich immer noch, auch wenn es vielleicht alle sagen mal, das ist abwegig, das kriegen wir nicht mehr hin. Ich selber habe mich in diesem Thema noch nicht engagieren können, das war auch bisher nicht meine Aufgabe, aber das Erste, was ich tun werde, wird sicher genau dieser Punkt sein, denn die Identität, auch für Gäste, die hier ankommen, nicht Timmendorfer Strand als erstes wahrzunehmen, das kann doch nicht richtig sein, wenn ich die Destination, ich nehme jetzt mal das Wort von Fokara in dem Moment, wir haben hier eine Premium-Destination, Timmendorfer Strand, die muss doch ihre Identität wahren. Das ist mit einer der Punkte. Welcher Bahnhof? Der Bahnhof Erhalt Timmendorfer Strand für unsere Mitarbeiter, für unsere Gäste. Frau Kara. Also Premium Destination habe ich nie in den Mund genommen. Das will ich an der Stelle mal sagen. Das Wort habe ich nicht in den Mund genommen. Hier ziehe ich gerne meinen Joker. So, nein, aber auch jetzt mehr zu reden. Also nicht nur die 2 Minuten, sondern ich würde gerne hier auch ein Wort mehr sagen. Offensichtlich ist hier dieses Thema nicht wirklich in der gebührenden Form behandelt worden, beziehungsweise bereits erörtert worden. Ich erinnere, weil hier gerade gesagt worden ist, ich konnte mich nicht einbringen, das war nicht mein Job. Ich erinnere, dass wir 2012 mit einem Raumordnungsverfahren in diesem Ort angefangen haben. Damals ging es darum, dass wir die Güterbahn durch unseren Ort fahren haben würden. Vor dieser Gefahr standen wir. Wir haben im Raumordnungsverfahren in dieser Gemeinde einen gemeinsamen Beschluss in der Gemeindevertretung gefasst und Gott und die Welt mobilisiert, gemeinsam mit ihnen, mit vielen verschiedenen Bürgerinitiativen. Wir haben ganz viel mit ihnen zusammen, da hatte man sich wirklich einbringen können, auch als Bürger. Da haben wir so viel geschrieben an Einwendungen, dafür gekämpft, dass die Güterbahn und die Trasse an die A1 verlegt wird. Damals war uns die Gefahr schon bekannt, dass wenn die Bahn eine Neubautrasse, also die Trasse neu baut an der A1 und dass die Güterzüge dort fahren, dass dann vielleicht alles dort abgewickelt wird. Diese Gefahr war da uns damals gewahr und uns war es wichtig als Gemeinde und diesen Beschluss gibt es 2013, das können Sie alle nachlesen, gibt es diesen Beschluss, dass wir gesagt haben, um Gottes Willen, bevor hier die Güterzüge durch unseren Ort rattern,
800 Meter lang alle 15 Minuten, dann lieber an der A1 sollen sie fahren. Wir haben hier verschiedene, ganz viele Einwendungen nach Kiel geschickt. Der damals zuständige Staatssekretär hat auf dem Dialogforum gesagt, es sind mehr als 8000 Einwendungen eingegangen in Kiel. Die meisten Einwendungen kamen aus der Gemeinde Timmendorfer Strand. Das so viel dazu. Und jetzt im Rückblick. Wir hätten natürlich, selbstverständlich, wenn es um den Erhalt der Bäderbahn geht, lieber heute als morgen. Lieber wollen wir natürlich die Bäderbahn erhalten. Aber 2014 hat es den Letter of Intent gegeben, Letter of Intent 2014, wo die Landesregierung, die vorherige Landesregierung mit der Deutschen Bahn ein Abkommen geschlossen hat, dass der Personennahverkehr über die bestehende Trasse nicht aufrechterhalten wird, keine Bäderbahn dort fahren wird. Was wir jetzt machen müssen, ist die Nachnutzung der Trasse, da gebe ich Herrn Wagner recht, die Nachnutzung der Trasse, die müssen wir innovativ weiterentwickeln. Da stehen wir mit dem Verkehrsminister auch im besten Austausch, dass wir dort bestehende Trasse, die Rechte für die Nachnutzung als Gemeinde wahrnehmen. Und wichtig ist, wir müssen jetzt die Weichen stellen für Bahnhof Rathekau oder Haltestelle Neuhof. Und meine klare Antwort, da habe ich mich schon positioniert, Bahnhof Rathekau, weil es uns für eine interkommunale Zusammenarbeit, zum Beispiel Gewerberaumentwicklung mit der Kommune Rathekau, die Türen öffnen wird. Okay, aber an der Stelle meine Frage und vielleicht auch für die Menschen, die hier sitzen, was ist ein Letter of Intent? Eine Absichtserklärung. Eine Absichtserklärung, genau. Eine Absichtserklärung. Okay, die nächste Frage. Da, wo die... Aus Timmendorfer Strand. Kurze Fragen verteilt zum Thema Personalführung und Organisation. An Frau Kara, was würden Ihre Mitarbeiter sagen, was haben Sie in den 6 Jahren gut gemacht? Was haben Sie schlecht gemacht im Bereich Personalführung? Frage an Herr Kockel und Herrn Wagner. Ich habe bis jetzt noch nicht gehört, dass Sie unmittelbar Personalführung in Ihrer bisherigen Laufbahn gemacht haben. Wenn dem anders so ist, dann sollten Sie das sagen. Wie viele Mitarbeiter Sie... Das waren die beiden Fragen. Bitte? Das waren die beiden Fragen. 2 Fragen pro Antragsteller. Ich verteile das trotzdem, weil das unterschiedliche Ausgangspunkte sind. Ja, nee. Können auch kurz beantwortet werden. Wie viel Prozent Ihrer Arbeit, denken Sie, ist wichtig für den Bereich Personalführung in einer kommunalen Verwaltung von 60 bis 80 Personen? Und bei Herrn Metz, Sie sprachen, glaube ich, von 80 oder etwas 100 Mitarbeitern mehr, die Sie geführt haben. Was ist Ihr Erfahrungssatz, wie Sie Ihre Arbeit verteilen im Bereich Personalführung? Okay, das Thema Mitarbeiterführung und so weiter hatten wir auch sehr intensiv auf der ersten Runde. Trotzdem, die Frage ist gestellt, Frau Akara, wenn wir Ihre 170 Mitarbeiter fragen, was Sie richtig und was Sie falsch gemacht haben, würden wir wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Was ist Ihr Feedback, Ihr Gefühl, Ihre Einschätzung? Also, vorerst darf ich vielleicht noch mal einen klaren Auftrag von den Mitarbeitern hier mitteilen. Ich habe von meinen Mitarbeitern den Auftrag, mich anzustrengen und die Wahlen zu gewinnen. Das sagt, glaube ich, alles aus. Und ich glaube, das kommt nicht von ohne her, das kommt nicht einfach so daher, sondern ich beziehe in meine Entscheidungen, in meine Entscheidungsabläufe meine Mitarbeiter immer mit ein. Die Entscheidungen sind immer ein Ergebnis gemeinsamer Abstimmung, gemeinsamer Abwägung und gemeinsamer Beurteilung am Ende. Und das gibt die Wertschätzung und die Motivation für die Mitarbeiter. Dann die Frage nach dem Führungsverhalten, Führungserfahrung. Wir hatten es beim ersten Mal besprochen. Ich meine, 174 Beschäftigte sind es insgesamt bei der Gemeinde, inklusive Bauhof und allen Stellen, aber eine große Anzahl. Herr Kockel, ja, Führungserfahrung. Ich habe bisher noch kein Rathaus geleitet. Ich würde es aber gerne mal machen.
Ich wurde dafür extra ausgebildet. Ich habe da diese zwei Staatsexamen da gemacht und ich habe da auch in größeren Behörden gearbeitet. Unter anderem war ich 3 Monate erstmal in Schabolz zum Studium, dann noch mein Referendariat weitere 3 Monate beim Verwaltungsgericht. Ich bin es also gewohnt, in der Art großen Apparaten zu arbeiten und zwar halt auch befähigt zum höheren Dienst. Ne? So weiter geht's nicht. Ja, lassen Sie mich doch mal sprechen. Ich muss auch mal ein bisschen meine Redezeit bekommen. Okay, Sie haben Ihre Frage gestellt. Moderation ist mein Job, ja? Ich habe Führungserfahrung als privater Unternehmer. Ich war ja, seitdem ich 22 bin, immer selbstständig und ich hatte maximal bisher 7 Leute. Aber ich freue mich auch gerne, dazu zu lernen und ich sehe mich nicht als was Besseres. Ich sehe mich als ein Teil der Mitarbeiter des Rathauses und ich bin dann halt der Chef, sage ich mal. Herr Metz, Führungserfahrung, ja, praktische Erfahrung seit über 20 Jahren, je nach Unternehmensgröße. Und natürlich in dem Rahmen auch nach der Anforderung in dem Moment an die Geschäftsführung durch Kapitalgeber, kann ich jetzt nur sagen, die schwankt zwischen 60%, die ich für die Führung, das Controlling und ja, die Mitarbeiter dann brauche. Das ist 60-70-80%. In manchen Phasen läuft es dann auch fast von alleine. Ja. Und Herr Wagner. Die Frage verfolgt uns ja auch, ich beantworte sie wie folgt, also als Personalratsmitglied, das bin ich nun mal jetzt seit 10 Jahren, haben Sie bei den Arbeitnehmermaßnahmen, den Beamtenmaßnahmen Mitwirkungs- und Mitbestimmungspflichten. Diese ergeben sich aus dem Bundespersonalvertretungsgesetz. Das heißt, Sie sind eingebunden, je nach Beschäftigtengruppe, von der Einstellung über die Beförderung bis hin zur Entlassung des Beschäftigten. Sie entwickeln Modelle, Teilzeitmodelle, Personalförderungskonzepte. Sie arbeiten mit der Leitung des Hauses auf Augenhöhe zusammen und mein Führungsstil daraus resultiert, erstens bin ich sehr, sehr verhandlungssicher, zweitens bin ich konstruktiv, team- und prozessorientiert unterwegs und der eine oder andere kriegt ja hier andauernd ein Störgefühl, deswegen, Herr Teuchner, Sie erlauben mir, dass ich das ausführe. Sie müssen auch einmal sagen, als Frau Kara vor 6 Jahren angefangen hat, wie viel Personalverantwortung hat sie mitgebracht? Das fällt mir aber gerade ein. Muss ich mal sagen. Aber das ist nicht die Frage. So. Und also das macht jetzt, ich habe ja auch ein Initiativrecht als Personalrat, das heißt, ich setze mich wirklich für die Belange der Beschäftigten ein, ich initiiere Dinge. Also das sind 100% meiner Tätigkeit gepaart mit dem Schwerbehindertenvertreter, das ich ja eingangs sagte. Nochmal nachgefragt, direkte Vorgesetztenfunktion, direkte Vorgesetzten-FV? Haben Sie als Personalrat nicht mehr. Nee, aber die haben Sachgebiet. Nein, haben Sie als mittlerer Dienstbeamter nicht gehabt. Aber da will man ja immer drauf hinaus. Ich verweise da auch nochmal zum Nachlesen auf die Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein. Wenn Sie 18 Jahre alt sind, sind Sie wählbar zum Bürgermeister. Zeigen Sie mir mal den 18-Jährigen, der diese Verwaltungslaufbahn hinter sich gebracht hat und über Personalführung verfügt. Okay, wir gehen in die letzten 10 Minuten. Wir haben es ja vorher beschränkt. Die Bürgervorsteherin hat auch nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, längstens bis 20.30 Uhr. Frau Muß, Sie... Mein Name ist Heinz Meyer, schönen guten Abend. Frau Kara, ich habe mal eine Frage an Sie. Wir haben das Thema Bahnhof ja jetzt vor 3-4 Minuten nochmal inhaltlich diskutieren können. Ist uns eigentlich allen bewusst, was es bedeuten würde, wenn der Bahnhof tatsächlich nach Radekau verlagert werden würde? Wir wohnen in der Bahnhofstraße, das heißt, wir erleben jeden Tag, wie viele Pendler, sowohl als auch aus Timmendorf raus, oder von außen nach Timmendorf reinkommen. Jetzt sehen wir einen schönen Samstag im Monat Mai, Juni, Juli oder einen schönen Sonntag. Dann kommen aus den Zügen bis zu 300-400 Personen, die dann in den Ort gehen. Wie wollen Sie das technisch von Radekau entsprechend steuern? Wie viele Busse wollen Sie dorthin stellen? Wissen wir eigentlich, worüber wir hier reden? In einem Bus gehen 50, langsam, es gehen in einem Bus 50 Leute. Das heißt, dann stellen Sie pro Zug 7-8 Busse hin. Am nächsten Tag regnet es. Frage ist, glaube ich, Entschuldigung, klar am nächsten Tag, nein, das ist so wichtig. Am nächsten Tag regnet es, da kommen 30 Leute aus dem Bus, aus dem Zug. Dann brauchen Sie einen Bus. Wie soll das logistisch für die nächsten Jahre nachhaltig gelöst werden? Danke. Okay, Frau Kara. Ich antworte sehr gerne. Lieber Herr Meyer. Sie sind Vorsitzende der Aktivgruppe. Warten Sie mal. Sie sind Vorsitzende der Aktivgruppe. Nun warten Sie mal. Sie sind darüber hinaus Mitglied der CDU und damit in dem Tourismusausschuss drin.
Darüber hinaus sind sie auch in den üblichen Gremien teilweise zumindest stellvertretend vorhanden. Seit 2012 beschäftigt uns dieses Thema. Ich habe Sie auf allen Sitzungen, Herr Mayer, vermisst. Schön, dass Sie das heute Abend für sich, dieses Thema, entdecken. Entschuldigen Sie, dass ich heute jetzt mal so gehässig werde. So, und auch jetzt wird diskutiert darüber, genau über diese Modelle, die im Übrigen auch Ihr Kandidat Herr Wagner schon mal angesprochen hat, genau über die Modelle, wie kriegen wir die von einem gemeinsamen Bahnhof nach Timmendorfer Strand. Es wird jetzt darüber diskutiert. Diese Präsentationen sind in den Ausschüssen vorgestellt worden, Herr Mayer. Auch da habe ich sie im Übrigen vermisst. Also, da sind warten Sie doch mal. Die Antworten. Da wird vorgestellt, momentan fährt der Zug stündlich. Künftig sollen halbstündliche Verbindungen angeboten werden. Darüber diskutieren wir. Wir diskutieren in diesen gemeinsamen Ausschüssen darüber, dass wir die autonome Busse oder was auch wie auch immer geartete innovative Busse derartig ausgebaute einsetzen, die eben mehr Gepäckraum, mehr Stauraum, auch Stauraum für Fahrräder zum Mitnehmen beinhalten. Über diese Sachen reden wir. Es wäre schön, wenn Sie Ihre Ideen in diesen Gremien mit einbringen, Herr Mayer. Einmal da hinten der Herr, oder machen wir es da, ja, wenn Sie da schon sind. Dann haben wir, ja, sind noch mehr. Ja, also ich habe eine ganz andere Frage noch, Frau Kara. Mein Name ist Silvia Warner, Sie kennen mich aus Timmendorfer Strand. Da gab es auch schon mal Beschlüsse. Und zwar ist es richtig, dass Sie Anja S. die Galerie gekündigt haben, das heißt Sie, also die Gemeinde natürlich, ne? Zu Ende August. Und dann sagen, naja, es sind ja noch keine Genehmigungen da, dann steht eben die Galerie leer und das macht ja dann auch gar nichts. Ich meine, es stört Sie doch gar nicht, denn da die Produkte, die sie da hat, die räumt sie ja immer weg. Ich verstehe das einfach nicht. Ich hätte da gerne von Ihnen mal wirklich eine klare Antwort, dass sie wenigstens so lange drin bleiben kann, bis tatsächlich Genehmigungen da sein sollten, sofern sie denn vom Denkmalschutzamt da Genehmigung bekommen sollten. Okay, Frage ist klar. Ich weiß nicht, ob das öffentlich ist, ansonsten, weil es schutzwürdige Interessen Dritter betrifft. So ist es, das sind Vertragsinhalte, über die ich hier nicht im großen in der Öffentlichkeit sprechen kann, zum Ersten. Zum Zweiten, diese Inhalte sind aber im zuständigen Fachausschuss, dem Tourismusausschuss, ausführlich behandelt worden. Das sind die Beschlüsse dort. Ist tatsächlich Verschwiegenheitspflicht, erlaubt es nicht, dazu Stellung zu nehmen. Dann war hier vorne noch eine Dame. Oder haben wir schon ein Mikro woanders platziert? Achso. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Heike Wongel. Ich wohne nicht in Timmendorf, ich wohne in Schaborz. Mich interessiert eigentlich nur, dass ihr hier in Timmendorf so einen wunderschönen Kurpark habt, finde ich toll. Der ist auch toll angelegt. Wir haben das leider nicht so in dieser Großzügigkeit. Was mich allerdings fragend macht, ist, wieso dieses entzückende Kurmittelhaus ruht, dass man da überhaupt kein Interesse findet, auch von den Bürgern nicht einmal eine Frage dort gestellt wird. Ich finde es jammerschade, dass an der Stelle in dieser Form so eine Institution brach liegt. Darüber hätte ich von allen eine Frage, eine Antwort. Da antworte ich jetzt für alle vier zusammen, denke ich, weil wir das Thema in beiden anderen Runden hatten. Das Kurmittelhaus steht seit 14 Jahren leer, kostet eine Menge Geld, gammelt langsam vor sich hin. Alle vier hatten die Position vertreten, dass das auf jeden Fall in gemeindlichem Eigentum bleiben soll und einer Nutzung im Interesse der Bewohnerinnen und Bewohner zugeführt werden soll. Ohne dass konkret im Moment gesagt werden konnte, was gewollt ist. Keiner will es abreißen, keiner will es verkaufen, sondern gemeindliche Nutzung und neu in die Diskussion gehen. Weitere Fragen? Das haben die vier gesagt, das hatten wir schon zweimal. Alle wollen es in städtisch oder im gemeindlichen Eigentum behalten und einer Nutzung zuführen, die allen zugutekommt.
Ja, ja, klar. 14 Jahre, ich weiß. Ich weiß, aber es gab keine konkreten Ideen. Wir hatten das schon zweimal besprochen. Ja. Schönen guten Abend. Mein Name ist Sandra Radünz. Ich wohne hier mit meiner Familie im Ortsteil Groß-Timmendorf, bin ein Teil des Dorfvorstandes. Und dieser wird auch dieses Jahr wieder gewählt. Und meine Frage bezieht sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Wie sehen Sie das? Dorfschaften im Allgemeinen? Gute Wählstimmen, also guter Wählerfang und danach, das war's, eine Schippe Kies reicht auch für die Ortschaften, wie es schon mal gesagt wurde. Oder sagen Sie, nein, wir wollen die Dorfschaften haben, wir wollen aktiv, soll aktiv beteiligt werden, sollen angehört werden, wir wollen euch dabei haben. Das ist eine Frage an alle vier? An alle vier. Okay, das ist dann, glaube ich, auch die gute Schlussfrage für heute. Mehr kriegen wir nicht hin. Die Bürgervorsteherin macht sich auch schon auf den Weg langsam. Und die Antwort wird eine Weile dauern. So, Sie beginnen. Ich beginne gerne. Liebe Frau Rüdens, unsere Zusammenarbeit wird genauso fortgeführt werden, wie Sie das, wir duzen uns schon, wie du das von mir aus den letzten 6 Jahren kennst. Im Hinblick auf die Ortschaften möchte ich erinnern, wir haben für die Dorfschaften, insbesondere für die Dorfschaften, war es immer mein Reden zu sagen, wir müssen jetzt auch mal in die Ortschaften investieren. Wir sind hier im Bau, ist das der Seite, die Seite? Da. Da. Da ist das Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrgerätehaus, das ist im Entstehen, da kommt noch der Dorfplatz hin. Darüber hinaus haben wir auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit, das ist im Rahmen eines Dorfentwicklungsplanes 2013, 2014 hier gemeinsam mit Ihnen allen erarbeitet worden. Genauso würde ich weiter verfahren, immer gemeinsam erarbeiten, alle beteiligen und die Ergebnisse umsetzen. Herr Wagner. Also Frau Radünz, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich für dieses Ehrenamt zur Verfügung stellen. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ich garantiere Ihnen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Für mich ist es wichtig, das steht auch so in meinem Wahlprogramm, die Identitäten der eigenen Ortsteile oder Gemeindeteilen, dann auch der Dorfschaften natürlich zu erhalten. So, und ich habe es ja eben in der Eingangsrede auch schon gesagt, hier ist ein ganz besonderer Geist, sage ich mal. Nachbarschaftshilfe wird hier groß geschrieben. Hier steht man füreinander ein und da bin ich gerne Teil. Ich habe Ihnen ja auch gesagt, ich war ja beim Neujahrsempfang. Ich habe Mümmelmänner mitgetrunken mit Frau Höppner, aber nur zwei. Ne? Wohl bemerkt nicht, dass das in den falschen Hals kommt. Ich habe Schmalzbrote gegessen von der Dame hinter Ihnen, ne? Von der Landschlachterei, alles gut. Sie sind mir jetzt wichtig und Sie werden mir auch nach der Wahl wichtig bleiben. Herr Metz, auch Schmalzbrote schon gehabt? Nee, darauf antworte ich mal nicht. Nein, nein. Alle Gemeindeteile sind wichtig, ich habe das vorhin eingangs gesagt. Die Pflege aller Ortsteile ist wichtig. Ich sehe Timmendorf mit allen Gemeindeteilen immer noch als Entree, genau wie dem Bahnhof, für alle Gäste, die hier landen. Ob mit dem Auto, ob mit dem Bus, mit der Bahn. Ich finde in Teilen, dass wir viele Schandflecke haben, die es zu sanieren gilt. Ich finde, dass die Eintrittsstraßen, ob das jetzt Hemmelsdorf ist, ob es über Groß-Timmendorf ist, über die Autobahnanbindung und all die Straßen, die wir kennen, dass die schmückender gestaltet werden sollten, dass die Straßenverhältnisse besser sein sollten und dass wir alle Gemeindeteile in das Wachstum mit einbeziehen, in das, was wir in Timmendorfer Strand haben und an der Qualität des Tourismuses für alle Bereiche investieren. Ich habe das beim letzten Mal angesprochen, da waren Sie nicht mit dabei in Niendorf. Ja, im Fernsehen, immerhin, gut. Wir haben investiert in den Balkon, in den Hafen und das, was an, ich nenne es mal neudeutsch, Eventmanagement, hier für die Gemeinde getan werden muss. Wir leben von dem Tourismus, sicher auch von den Gewerbetreibenden, aber wenn wir diese Visitenkarte, so nenne ich das mal, Timmendorfer Strand pflegen wollen und hegen wollen, dann müssen wir es für alle Gemeindeteile tun und dafür stehe ich dann auch. Und Herr Kockel. Ja, Sandra, ich war ja auch mit dem Herrn Wagner da, damals zum Neujahrsempfang. Schmalzbrot habe ich nicht gegessen, dafür 3-4 Bierchen getrunken, auch mit den Kameraden der Feuerwehr. Ich finde das unheimlich toll hier. Ich war auch mal in Hannover, Hamburg, Rostock für Studium, Referendariat. Mir ist das alles ein bisschen zu groß und ich kenne diesen Ortsteil hier auch schon ein bisschen länger, mit Oma hier den 80. Geburtstag früher gefeiert, Fußball gespielt. Ich möchte den einzelnen Dorfteilen, Ortsteilen, Ortschaften gerne ein eigenes Budget geben. Ein eigenes Budget, dass man sagt, da gibt es halt Geld, was verteilt wird. Jetzt haben sie zwar gerade das Feuerwehrhaus bekommen, das Gemeinschaftshaus, aber ich möchte hier
auch mehr im Ort machen. Es ist schön, dass hier weniger Tourismus ist, dass hier alles ein bisschen entschleunigt ist. Seit 1260 ist das hier quasi die Krippe von Timmendorfer Strand, von der gesamten Gemeinde, von Einwohnern am kleinsten, aber flächenmäßig ganz groß. Und hier ist alles noch sehr familiär. Und dass Sie dieses Ehrenamt, dass du dieses Ehrenamt hier übernimmst, das ist was ganz Besonderes, weil dafür bekommt man nichts. Aber ich glaube, das ist aber auch das schönste Ehrenamt an deiner Situation, weil in anderen Ortsteilen von der Gemeinde Timmendorfer Strand, glaube ich, ist es nicht so stressfrei und harmonisch. Okay, meine Damen und Herren, es gibt noch einige, die Fragen stellen wollen. Wir haben aber die maximal erlaubte Zeit, die mir auch zugebilligt wurde, jetzt schon überschritten. Die Luft hat gelitten, die ersten gehen auch schon. Ich darf die, die noch Fragen stellen wollen, verweisen auf die Sitzung, die noch in der nächsten Woche, Vorstellungsrunde, die in der nächsten Woche stattfindet, an die Möglichkeit, per Mail Fragen an mich zu adressieren. Die Mailadresse ist überall veröffentlicht. Oder auch die Kandidaten direkt zu kandidieren. Ich tippe, die Kandidaten werden auch noch gleich hier bleiben, dass sie ihre Fragen auch noch direkt stellen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für die Fragen, für die Disziplin. Danke den Kandidaten, der Kandidatin für die große Disziplin heute. Wir sind relativ gut durchgekommen und gebe das Schlusswort an Frau Bürgervorsteherin Evers. Ganz kurz, danke. Also ich möchte mich bei Herrn Zeuschner bedanken und ich hatte Ihnen ja gesagt, 2,5 Stunden werden es auf jeden Fall sein und wir hätten sicherlich noch eine gute halbe Stunde, Stunde machen können an potenziellen Fragen. Aber Sie haben es wieder sehr diszipliniert, sehr interessant. Ich bedanke mich auch bei allen 4 Kandidatinnen und Kandidaten für die ehrlichen, guten Antworten bei Ihnen für die tollen Fragen. Und wie gesagt, wenn noch Fragen sind, direkt an die Kandidaten oder an Herrn Zeuschner. Wir sind nächste Woche am 18. April in Hemmelsdorf. Da wird es sicherlich noch ein bisschen kuscheliger als hier. Wir schauen mal, wie wir das hinkriegen. Aber auch da wird es auf jeden Fall wieder live übertragen. Und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und freue mich auf nächste Woche. Vielen Dank. Yeah.